Diesmal ist ganz arg. So lang war der Stau da unten noch nie. Ha, seit 5 in der Früh zieht der Blechwurm wie eine Schnecken durch die Landschaft. Moin, Alois! Jetzt habe ich dich da schrecke. Der Stingel, der Herr Nachbar. Ja, da sieht man wieder einmal, was sich ein Großbauer gegenüber einem Kleinhäusler alles leisten kann. Hm? In aller Früh schon Fernsehen. Du sitzt dafür vor einem Tag auf dem anderen im Wirtshaus. Ja, Alois, ich muss doch auch sparen. Schau, du bist zum Beispiel gestern am Sonntagvormittag, gleich nach der Kirche, schon beim Ochsenwirt gesessen. Nicht? Hm? Und am Abend noch einmal habe ich eigenhändig beobachtet, versteht? Ja, und? Ja, und? Zweimal am Tag ins Wirtshaus gehen, kann ich mir leider nicht leisten. Kannst du dir? No, no, no. Sag mal, hast du noch nie ein Auto gesehen? Ja, schon. Ich warte nur, bis der Schwarze mit dem Roten zusammenkracht, wie der Grüne ausschert. Ja, das findest du aber in der Politik öfter, als wir auf der Autobahn. Wir die fahren. Ja. Das musst du anschauen. Kein Wunder, dass für die Karosseriespengler so einen Haufen Arbeit gibt. Oh, wenn die so weiterfahren, das gibt einen furchtbaren Stau. Ja. Alois, Moment einmal. Du sag einmal, wann ist denn das da drüben passiert? Was? Ja, dass die Linke im Fahrbahn vierspurig ausgebaut haben. Schau mal, nicht wahr? Vierspurig? Ja. Siehst heute wieder alles doppelt. Du, ich glaub eher, dein Fernglas funktioniert nicht richtig, ha? Vierte. Du, wann holst denn der Hähnerfutter? Was für ein Hähnerfutter? Die ich der letzte Woche aus dem Lagerhaus mitgebracht hab. Ach so, mein Gockelmenü meinst du? Du, da komm ich ein anderes Mal vorbei. Und der Krödel dick genau. Er sauft und sauft. Und ihr Hose von den Krödel dick. Alois! Ja, aha. Deshalb, was gibt's denn? Sag mal, hast du nichts anderes zu tun, als auf die Autobahn zu glotzen? Ja, du, das musst du dir anschauen. Du erlebst einen Stau live. Da brauchst du nicht warten, bis du abends in der Tagesschau siehst. Ein Wahnsinn! Seit 5 in der Früh! Seit 5 in der Früh bist du auf. Und was hast du heute gemacht, hä? Oh, genug für mein Alter, gell? Das Viech gefördert, Steu ausgemisst, Traktor abgeschmiert. Und in der Gegend rumgeschaut. Ja, du, aber sowas musst du gesehen haben. Ja, mir langt's, wenn ich's riech. Jedes Jahr das Gleiche. Geht wenigstens was weiter. Ja, aber ganz langsam. Da kannst fast mitgehen daneben. Solange es noch fahren, ist ja gut. Kritisch wird's erst, wenn die Kolonne zum Stehen kommt. Ja, für die Autofahrer. Nein, für uns. Weißt du das nicht mehr, wie es die ganzen Jahre her gewesen ist? Nach einer Viertelstunde haben sie gemerkt, dass nichts mehr weitergeht. Und dann sind sie ausgeschwärmt. Ja. Wie am Volkswandertag. Und alle auf unseren Hof zu. Ja, und alle haben's was wollen von uns. Dürfte ich vielleicht bei Ihnen meine Hände waschen? Könnte ich ein bisschen heißes Wasser bekommen? Dürfte ich Ihre Toilette benutzen? Ja, haben Sie was dagegen, wenn wir hinter Ihrem Haus unseren Griller aufstellen? Können unsere Kinder etwas in der Wiese herumtollen? Aber damit ist heuer Schluss. Wer was haben will, der muss zahlen. Ja, aber Resi, das kannst du nicht machen. Für solche Kleinigkeiten ein Geld verlangen. Machen kann man alles. Ja, wir sind doch kein Wirtshaus. Eben. Ja, und? Was willst du dann tun beim nächsten Ansturm auf unseren Hof? Ab sofort bist du nicht mehr der Bauer, sondern der Knecht, der Alois. Bravo. Das ist eine schöne Karriere. Sowas gibt's nicht einmal in der Politik. Ja, und weiter? Und ich? Ich bin die Wirtschafterin, die Resi. Ja, du kannst dir von mir aus als die letzte Kuhmarkt ausgeben, aber ich gebe auf meinen eigenen Hof da keinen Knecht nicht ab. Der Hausl bin ich ja eh schon. Du, sogar mal seit wann geschieden auf dem Hof nicht mehr das, was ich anschaffe, hä? Seit heute. Seit heute? Ja. Alles hat einmal einen Anfang. Ist dir vielleicht schlecht gegangen bis ja, jetzt, hä? Wie unserem jungen Hund. Erst gute Breckerl und dann Platz. Geh, komm, hör auf mit dem Schmarren. Ich weiß schon, warum ich die Komödie einfädel. Und außerdem vergibst du nichts dabei. Ja, wenn ich mir das so richtig überlege, braucht ja der Knecht nicht das tun, was ihm die Macht anschafft. Aber was die Wirtschafterin sagt, gell? Und wenn du nicht tust, was ich dir anschaff, dann gehst den ganzen Tag aufs Feldhaus zum Rübenhacken. Na, da spür ich schon lieber daheim einen Knecht. Nur wissen möchte ich noch, für was das gut sein soll. Ja, dass für alle, die vom Stau zu uns kommen, der Bauer und die Bäuerin nicht daheim sind. Hä? Und mir ohne Geld nichts hergeben dürfen. Ja, hast das kapiert? Ja, Resal, du bist ja eine ganz raffinierte. Ja, dir war sowas sowieso nie eingefallen. Ja, da hast recht. Ha, die Kolonne steht schon. Dass du aber nicht verplapperst, gell? Am besten wird sein, du redst überhaupt nichts. Naja, das bin ich ja schon gewohnt. Nur weiß ich nicht, ob sich der Knecht von der Magd alles gefallen lassen wird. Wenn der Herr Knecht frech werden sollte, kann ihm die Frau Magd ja einen Eimer Wasser übers Haupt gießen. Ja, und der Herr Knecht kann der Frau Magd auch seine Pantoffel nachschmeißen. Da darfst aber der blaues Wunder erleben, gell? Ja, soll ich mich von den Leuten vielleicht als Dorftrottel anschauen lassen? Die kennen dich ja nicht. Das ist ein schöner Trost. Ja, jetzt geh heute schon mal in den Hühnerstall. Wir brauchen frische Eier. Ja, für wen? Ja, für die Fremden vom Stau. Ja, da können Sie unsere Hühner was einböten drauf. Nein, nein, nein. Eier für die Fremden. 20 Jahre bin ich jetzt mit dem Alois verheiratet. Und weiß immer noch nicht, ist er so blöd oder stellt er sich bloß so? Guten Tag, Frau Bäuerin. Ich bin nicht die Bäuerin. Was haben Sie da? Ich bin die Wirtschafterin, die Resi. Resi, wie idyllisch, und Wirtschafterin auch, das trifft sich sehr gut. Ja, wenn es die bloß nicht täuscht. Wissen Sie, die Bäuerinnen, wie ich sie aus den Bauernstücken im Fernsehen kenne, sind meist ärger als kalkende Schwiegermütter. Neidisch, habgierig und unfreundlich. Was Sie nicht sagen. Ja, da spricht es sich doch mit einer Frau Wirtschafterin um vieles leichter. Übrigens, Helene ist mein Name, Helene Meier. Wir sind aus Berlin und auf dem Weg nach Italien. Und jetzt dieser Stau. Zurzeit geht überhaupt nichts mehr. Was wollen Sie denn, Frau Meier? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, sicher wollt's was, sonst wären Sie ja nicht da. Ne? Ja. Wie ich den Hof gesehen habe, dachte ich mir sofort, hier in dieser herrlichen Bergwelt und Einsamkeit müssen wunderbare, naturverbundene Menschen wohnen. Gemütliche Bayern sozusagen. Ja, muss das die Bayern ungemütlich werden, wenn man es von der Arbeit abhält. Mein Erich ist immer froh, wenn er einer Arbeit ausweichen kann. Ach, so einen Mann habe ich auch. Ach, die Frau Wirtschafterin ist verheiratet? Nein, nein, ich wollte sagen... so ein Mann ist unser Knecht, der Alois auch. Ja, ja, die Männer sind überall gleich. Ah! Mein Mann, der liegt noch unterm Auto. Ist er überfahren worden? Nö, er wollte den Auspuff festschrauben von unten, verstehen Sie? Ja, von oben geht's ja nicht. Ja, dabei kippte der Wagenheber und nun liegt er eingeklemmt runter. Was denn? Die ganze Zeit? Ich nehme es an, wissen Sie, mit der Straßenkameradschaft, von der immer so viel gepredigt wird, ist es nicht sehr weit her. Jetzt hören Sie mal, beim Stau, da muss doch vorn und hinten und auf der Seite irgendein Autofahrer sein, der ihm hilft. Mhm, eben nicht. Sie wollen sagen, Ihr Mann liegt eingeklemmt unterm Auto und keiner hilft ihm. Hm. Wissen Sie, mein Mann hat kurz vorher einen Wagen überholt und ihn dabei geschnitten. Der Fahrer steht jetzt hinter ihm und lacht vor Schadenfreude. Den Wagen, der vor uns steht, hat mein Mann ständig angehupt, weil er nicht schnell genug anfuhr, wenn es weiterging. Der Fahrer grinst nun durch die Heckscheibe. Ja, und der neben ihm? Den hat mein Mann keine Möglichkeit zum Überholen gelassen und ihm stattdessen Vogel gezeigt. Aber man kann doch den Mann nicht unterm Auto liegen lassen. Aber wenn es ein Preis ist. Ja, deshalb bin ich hier. Könnte nicht der Knecht mit einem Wagenheber kommen? Ich meine, mein Oller hat für sein bisheriges Fahrverhalten schon genug gebüßt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Alois! Alois! Ja, was gibt's denn? Du hast überall das Datum draufgeschrieben, dass die Fremden auch wissen, dass unsere Eier frisch sind. Jawohl, Frau Wirtschafterin. Sag einmal, du hast ja da überall heute draufgeschrieben. Ja, was hätte ich denn sonst draufschreiben sollen? Du hast gesagt, das Legedatum und das ist heute. Geh, komm heute jemand anderen zum Narren, gell? Oh. Meinst du die da? Helene ist mein Name, Helene Meier. Ja, und ich bin der Alois. Ja. Ah, kannst ruhig du zu mir sagen. Der Frau Meier, Ihr Mann, liegt unterm Auto. Ach, da tut das Auto abschmiert, bis es wieder weitergeht. Nee, nee, der Wagenheber kippte um und nun liegt er eingeklemmt runter. Was? Und hat ihm bis jetzt noch keiner geholfen? Eben nicht. Alle, die dafür in Frage kämen, hat mein Mann kurz vorher zur Weißglut gebracht. Staupsychose nennt man sowas. So? Ja. Ja, wenn das so ist, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich ihm helfe. Aber Ihnen hat mein Mann doch bisher nichts getan. Na, sein Glück, sonst könnte er bis am jüngsten Tag unterm Auto liegen. Na ja, gehen Sie dabei vor. Ja. Und ich hole einen Wagenheber. Ach, Sie finden den Weg auch alleine. Stehen genug Leute drumherum. Außerdem kicken seine Beine vor. Jetzt geh halt schon. Ja, ja. Ihr werdet schon finden. Ja. Und Sie wollen wirklich nicht mitgehen? Also ich kenne meinen Mann. Wenn der sich wieder frei bewegen kann, möchte ich lieber nicht in seiner Nähe sein. Aber wieso denn nicht? Naja, weil ich mich an den Wagen lehnte, während er drunter lag. Da kippte der Karren um, verstehen Sie? Jetzt kann ich verstehen, dass er Ihnen dafür kein Bussel gibt. Ja, daher könnte ich ein Kräftchen Schnaps gebrauchen. Haben Sie sowas im Haus? Tja, haben schon. Es ist nur so, wissen Sie, unsere Bayerin, wenn merkt, dass da ein Stamperl fehlt, dann gibt's so Donnerwetter. Ich zahle doch gern für diese Stamperl. Ja, dann können Sie gleich einmal 5 Mark herrichten. Also dafür kriege ich im Supermarkt einen halben Liter. Dann gehen Sie doch in den Supermarkt. Ach naja, so war das auch wieder nicht gemeint. Wissen Sie, ich sage immer, das heißt, meine Bayerin sagt immer, am besten man verlangt gleich genug, weil ausgerichtet wird man sowieso. Oh, warte, das kostet eine schöne Stange Geld, bis ich mein Olla den Ärger von der Seele gesoffen hat. Ja, was sehe ich denn da? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Was haben Sie denn da für ein vorsinnflutliches Gerät? Steht's da? Ja. Haha, täuschen Sie noch nicht, das ist ganz ein modernes Gerät, ein 3-Seiten-Kipper. Sagt Ihnen das was? Ein 3 Seiten was? Kipper. Das kommt vom Kippen, verstehen Sie? Ah ja, davon kann ich ein Lied singen. Na, Lied brauchen Sie keins singen. Soll ich Ihnen einmal vorführen und zeigen, wie dieses vorsinnflutliche Gerät funktioniert? Nee, kann ich mir gut vorstellen. Na, das können Sie mir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt passen Sie mal. Sind Sie denn völlig verrückt? Erlauben Sie sich, mich direkt hinten in das Heck zu fahren. Heck, sagt man zu dem bei euch. Also bei uns ist das ganz schlicht und einfach der Ader. Ich meine, das Hinterteil. Ja, so helfen Sie mir doch raus. Ja, ich will Ihnen doch nur zeigen, wie dieser Kipper funktioniert. Wohin wollen Sie gekippt werden? Nach links, Mensch, nach rechts, nach vorne. Mann, was fragen Sie da noch? Weil es ein 3-Seiten-Kipper ist. Verstehen Sie? Also passen Sie auf. Hopp, sind wir schon da, hä? Also nee, wie ich aussehe. Moment, hinten am Heck haben wir auch noch ein bisschen einen Dreck. Und der muss weg. Ha, das erlauben Sie sich. Das ist halt der Anfang vom bayerischen Brauch, verstehen Sie? Dann ist das Ende nicht schwer zu erraten. Nein, nein, das können Sie überhaupt nicht erraten, was ich in meinen Stadel noch alles für moderne Geräte stehen habe. Das reinste Museum, sage ich Ihnen. Das müssten Sie sich direkt einmal anschauen. Keine 5 Minuten von hier. Danke. Bitte. Wo kommen Sie eigentlich her? Aus Berlin. Aus Berlin, ja, verrückt. Immer gedacht vom Stau. Ja, daher auch. Ja, dann hätten Sie doch Zeit, mein Museum zu besichtigen. Das würde meinem Mann sicher nicht recht sein. So? Ja. Also meine Frau hätte eigentlich überhaupt nichts dagegen. So tolerant ist man hier? Genau. Hab nämlich keine Frau. Also ein Single sozusagen. Nein, 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 nein. Stingel heißt ich. Matthias Stingel. Mann, ich sagte ein Single. Singen kann ich auch, freilich, wollen Sie was hören? Nee, danke, jetzt dann weg. Eben nicht, gell? Wo nur die Bayerin bleibt. Die ist nicht zu Hause. Was, die ist nicht daheim? Nee, ist nur die Wirtschafterin da. Die was bitte ist da? Die Wirtschafterin, sie holt gerade einen Schnaps für mich. Jetzt schaut ihr diesen Alois Brenner an. Kann sich der tatsächlich eine Wirtschafterin leisten, versteht? Da kommt sie ja schon, die Wirtschafterin. Wo? Was? Ha, die soll die Wirtschafterin sein. Ja, die Wirtschafterin. Und da haben wir jetzt einen Schnaps. Röstchen. Noch einen, liebe Resi, und wir rechnen ihn ab, wenn mein Olla befreit ist. Na, hoffentlich kommt er aber auch noch kommen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich könnte eigentlich auch einen Schnaps vertragen. Aber bitte schön, Herr Stingel. Dankeschön. Der war für die Wirtschafterin, gell? Das erkläre ich dir später. Wo ist denn der Bauer? Du meinst wohl einen Alois-Knecht? Ein Knecht, ein Alois. Ja, genau, den Knecht, den Alois, meine ich. Für den ich noch ein Stamperl krieg, gell? Dann ist aber Schluss, gell? Ja. So. Wem haben wir noch vergessen? Niemand mehr. Was willst du überhaupt da? Ja, mein Hühnerfutter wollte ich mal holen, was man da Alois vom Lagerhaus mitgebracht hat. Du musst schon warten, bis der Alois kommt. Haben wir auf Ding eigentlich schon was drum? Schaust du, dass weiter kommst, gut, gell? Bin schon dahin. Also auf Wiedersehen, Frau Betriebswirtschafterin. Tschüss! Alle Brunnen! Für die Hiebe! Für die! Ah, auf den müssen Sie trinken, gell? Einartiger Kraut, was? Ja. Prost. Prösterchen, Resi. Ja, das trifft ja ausgezeichnet. Da kann ich einen Schluck brauchen. Sind Sie die Bäuerin? Nee, die Resi ist nur die Wirtschafterin. Aha. Dann ist hier der Schnaps umsonst. Aber sonst tanzt gesund, was? Ja, ganz wurscht, was der Schnaps kostet. Ich brauche einen Schluck auf den Schrecken. Gut, muss ich noch ein zweites Glas holen. Was für einen Schrecken meinen Sie? Naja, ich gehe da unten beim Stau der Kolonne entlang, vielleicht so 100 Meter. Da stehen eine Menge Leute beieinander und unterm Auto liegt der Mann. Tot. Was? Tot? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber nachdem alle Umstände gelacht haben, habe ich mir gedacht, der kann doch nicht tot sein. Aber kein Mensch hat einen Finger gerührt. Ich war über so viel Rohheit und fehlender Straßenkameradschaft direkt erschüttert, bis ich erfahren habe, wieso der Mann unterm Wagen liegt und warum ihm keiner hilft. Der Kerl unterm Auto wünscht seine Alte in die Hölle. Ja, stehen Sie davor. Zuerst hat dieses Luder den Wagen umkippt und nachher ist sie davon. Er schreit dauernd was von einem Mordversuch. Also wenn der seine Alte erwischt, möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. Ich auch nicht. So, kostet aber 5 Mark, gell? Ja, das war mal die Unterhaltung wert. Prost. Danke. Noch einen. Gut, dann macht's 10 Mark. So, bitteschön. Dankeschön. Prost. Prost. Sind Sie auch vom Stau? Hm. Aha. Da geht scheinbar überhaupt nichts weiter. Weiß der Teufel, warum er total stockt. Sind Sie allein unterwegs? Aha. Dann sitzt der Mann wohl im Auto und hört Nachrichten. Oder tut er was anderes? Was anderes? Wo ist dieses Besteck? Wo hat sich dieser Teufelbraten versteckt? Oh, wenn ich die finde, die bringe ich um. Ja, was kommt denn da für ein Verrückter? Das ist mein Mann! Wo steckt dieses Luder? Wenn Sie mir nicht sofort sagen, wo sie steckt, dann... Was ist dann? Ja, dann suche ich eben so lange, bis ich sie finde. Also viel kann Ihnen unter dem Auto nicht passiert sein. Oh Mensch, wie könntest du das so was behaupten? Mein Bein ist gebrochen, der Knochen gesplittert. Und da haben Sie so schnell laufen können. Ja, in der Wut, da vergisst man jeden Schmerz. Und aufs Zahlen für einen Hilfsdienst. Ach so, was bin ich Ihnen denn schuldig, Herr Landwirt? Ich bin nicht der Bauer, ich bin bloß der Knecht. 20 Mark macht's. Ach so, nur der Knecht. Naja, dann reichen noch 2 Mark. Ja, das Theater fängt ja gut an. Sagen Sie mal, wo könnte sich denn meine Olle versteckt haben? Ja, vielleicht im Stadel? Ui, da kommt sie mir nicht mehr raus. Nicht. Na, Sie sind mir vielleicht ein Kavalier. Und wer sind Sie? Wimmer ist mein Name, Wimmer vom Stau. Aber das wild gewordene Nervenbündel ist doch im Stand und bringt seine Frau um. Ah. Hunde, die recht bellen, die beißen nicht. Nein! Nein! Gib mich da auf, mein Schäfer! Da haben Sie die Bescherung. Ja. Du damischer Teufel! Hörst dich gar nicht umbringen auf! Au! Dieses Bluder hat sich auf dem Heuboden verkrümelt und die Leiter hochgezogen. Das ist das schwache Geschlecht. Recht hat's gehabt. Aber die kriege ich noch. Und wenn ich die ganze Nacht hier lauern muss, und dann bringe ich sie um. Warten kannst du unten beim Stau. Aber da am Hof passieren keine Morde, verstanden? Ja, du pust da mal nicht so auf, Knecht, ja? Oh, dieser Stau, Mensch. Und diese Hitze. Und diese Scheißkarre von Auto. Au, und dann auch meine Olle. Zuerst greifst du über meine Fahrweise und dann will sie mich noch unterm Auto ermorden. Wenn ich nicht so einen durchtrainierten Körper gehabt hätte, dann wäre ich jetzt hin. Oh, dieser Stau und diese bekloppten Autofahrer, überall sind sie, diese Biester. Ja, das macht mich noch mit Schucke. Das bringt mich alles noch um. Ja. Jetzt trinkst du erst einmal einen Schnaps, der macht dich wieder lebendig. Na, was glotzen Sie mich denn so an? Sie sind wohl auch einer von den Autofahrern da unten, was? Da heißt das immer Straßenkameradschaft. Aber alle leere Worte, wenn es drauf ankommt. Oh, jedem Autofahrer müsste man die Motorhaube mit einer Stoßdame zerdröschen. Oh, das bringt mich alles noch um, dieser verdammte Stau. Das ist noch mal mein Ende. Ach so? Ich hab gedacht, das wäre der Anfang vom Urlaub. Das beruhigt. Nee, ich trinke jeden Tropfen, ich bin Autofahrer, ja? Momentan bist du ein Autosteher. Bis die Kolonie weiterfahrt, hast du einen halben Liter Schnaps abgebaut. Woher wollen Sie denn sowas wissen? Erfahrung, lieber Mann, Erfahrung. Den Stau haben wir 6-mal im Jahr vor der Haustür. Hm? 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 Kostet 3 Mark. Was, 3 Mark? Die Eule hat bei mir vorhin 5 Mark verlangt. Mein lieber Herr, meine Alte ist für Sie nur lang keine Alte, verstehen Sie? Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Sie mit der Wirtschafterin verheiratet sind. Verheiratet? Verheiratet bin ich nicht mit ihr, aber beleidigen brauche ich die Alte auch nicht lassen. Ja, wieso kommt sie dann dazu, für einen Schnaps 5 Mark zu verlangen? Ja, das war sicher ein besserer. Was ich nicht lache, hast du selben Flaschen. Ja, aber das der kriegt nun Schnaps oder nicht? Einen um 3 oder einen um 5 Mark? Das ist mir jetzt schon eh Ahnung, mach mal. Dann krieg ich 5 Mark. Ja. Ah, noch einen. Noch einen. Ja. Dann krieg ich 10. Ja. Jetzt kann ich mir auch einen leisten. Alois! Ja, was sind denn das für Sittenhaft? Wir hatten die erlaubt, einen Schnaps zu trinken. Ich hab nur Kost. Die Wirtschafterin ist ärger wie ein Feldwebel. Die Wirtschafterin? Ja, die hat dem Knecht gar nichts zu verbieten. Sofort hörst du mit der Sauferei auf. Irrtum, jetzt fange ich erst an. Das tat dir so fast. Der schöne Schnaps, du kümmer dich lieber um dein Wäsch und nicht um den Schnaps. Der Bauer hat gesagt, Alois hat er gesagt, wenn ich nicht da bin, bist du der Herr am Hof. Und die Resi hat da überhaupt nichts zum Anschaffen, verstanden? Na, wart nur. Du kommst mir nicht aus. Wir haben noch nicht ausgeredet, gell? Bravo, Luisel! Das war so richtig nach meinem Geschmack! Nur nicht unterdrehen lassen von den Weibern. Ja, da hast recht. Und da trinkt man nicht drauf. Ja? Warten 1:3 oder 1:5, Mike? Einen auf meine Rechnung. Prost! Prost, die Herren! Mensch, Wimmer, wo bleibst denn du? Ja, das hätte ich mir denken können, dass du schon wieder saufst. Ja, Rositalein, Hasilein. Ja, wo kommst du denn her? Ja, Rositalein, Hasilein. Hast du vergessen, dass wir seit einer Stunde in dem verdammten Stau stecken? Tatsächlich, schon eine ganze Stunde. Auf den Stau habe ich gerade vergessen gehabt. Ich sag kein Wunder, wenn du wieder blau bist. Außerdem hast du auch vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen. Ich? Ja, du bist doch zuletzt gefahren. Ja, das ist jetzt auch schon Wurst. Der Zündschlüssel steckt und alle Türen sind verrammelt, samt dem Kofferraum. Allerweil dasselbe, auch wenn du nicht blau bist. Reiß dich zusammen, Wimmer. Was sollen denn die Leute von mir denken? Außerdem, du hast doch einen zweiten Zündschlüssel. Na, siehst du es? Im Handschuhfach. Ja, und was machen wir, wenn es weitergeht? Ja, mei. Stehen bleiben. Was denn? Da! Ja, wo denn sonst? Wir haben in Kaorle gebucht. Warten Sie auch? Zufall, Herr Meier. Das darf doch alles nicht wahr sein. Da trifft man diese bekloppten Autofahrer auch noch am Urlaubsort. Nein, das halte ich alles nie aus. Sie kommen noch mal in eine Klapsmühle. Ja, da kehrst schon lange hin. Sie sagen es, dann habe ich wenigstens mildernde Umstände. Wann? Wenn ich meine Frau umbringe. Aber nicht in meinem Stadel. Komm, Wimmer, es geht weiter. Ja, für die anderen. Welche anderen? Diejenigen, die fahren können. Ja, Wimmer, so mach doch was. Du brauchst mir so was. Ja. Ah, da nehmen Sie jetzt ein Stückchen Schweißdraht, mach einen Hackerl dran, fahren bei der Tür durch die Gummidichtung oben und dann ziehst du den Knopf raus. Und wo nehme ich einen Schweißdraht her? Mit einem Hackerl? Ja, den hab ich. Glauben Sie, Sie sind der Erste, der sie ausgesperrt hat. Die Scheune ist besetzt. Doch, Sie können unser Häusl besetzen. Aber nicht unseren Stadel. Wenn meiner Frau die Flucht gelingt, mag ich Sie dafür verantwortlich. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Fahren Sie allein auf Urlaub. Wie denn? Meine Frau hat doch den Autoschlüssel. Ja, das ist der feine Unterschied. Meine Beifahrerin hat ihn nicht. Kennen Sie einen aus damit? Puh, der Wimmer, der hat doch 2 linke Hände. Geh bitte. Machen Sie das doch für uns. Ja, glauben Sie, ich habe nichts anderes zu tun. Der Chef der Bauer ist doch sowieso nicht da. Bitte, Herr. Alois heiß ich. Läuferl. Aber nur, weil ich einen Sprachfehler habe. So, welchen denn? Ja, ich kann bei so einem lieben Weiber nicht nein sagen. Nein. Ja, und nur, wenn dein Mann dabei einen Hof zusammenkehrt. Der Wimmer, das ist nicht mein Mann. Ja, das ist dem Hof wurscht. Ja, aber das kann. Du sagst allerweil, dass ich 2 linke Hände habe. An dem Besen kann er nichts ruinieren. Wer's gesehen? Der Alois ist ein Spezialist für alle Fälle. Das kann ich bezeugen. Alois hat alles im Griff. Es klang, wenn er den Wagen aufbringt. Greifen braucht er nichts. Also? Na, gehen wir's an, wir zwei. Ja, freilich gern und gleich. Jeder wird eben nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Das sieht man an Erna. Süßer, bist du noch da? Worauf du dich verlassen kannst. Bist du auch allein? Nee, noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass Herr Wimmer ja eine Zeuge sein will, wenn ich dich kalt mache. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Frau nur ein Haar krümmen. Ach. Da kennt Sie meinen Erich schlecht, der tut doch nur so. Hast du eine Ahnung? Süßer, ja? Komm doch mal durch die Ritzen im Scheunentor. Oh, Liebling, du bist klasse. Ich werde ihm doch im Stadel kein Striptease vorführen. Weg da, ja? Da drin, das ist mein Bier. Ach so. Was mir meine Frau da drin zeigt, das geht sie ja nicht an. Aha, also doch ein Striptease. Naja, auch eine Möglichkeit, einen rasenden Mörder umzustimmen. Süßer, schicke diesen fremden Herrn weg. Ja. Gehen Sie mal zum Fernglas und kicken, was der Stau macht und ob der Läuse Ihr Auto schon umgekriegt hat. Hier, kicken Sie mal durch. Also, ich sehe nichts. Das ist schon verdächtig. Ich kenne diese ländlichen Casanova. Ja? Ah ja, jetzt sehe ich sie gerade beim Wohnanhänger. Ja. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, zieht dieser Läusel gerade die Vorhänge zu. Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Einen ländlichen Casanova kann man nur mit ländlichen Hilfsmitteln zur Raison bringen. Helene, kannst rauskommen. Aua, Mensch. Na, was sagst du jetzt, Süßer? Ist das nicht eine Wucht? Wo hast du denn das Filiate hier? Das ist noch nicht alles. Noch ich habe die ganze Tasche voll gefunden. Was? Ja. Die ganze Tasche voller Geld. Du? Ja. Wo hast du die gefunden? Auf den Heuboden jetzt unterm Dach, immer die Flasche weg hier. Was wir für ein Glück haben, wa? Wir, sagtest du, wir? Naja, na, du und ich eben. Schon mehr ich als du. Ja. Hör zu, Erich. Ja? Solange du friedlich und brav bist, können wir gemeinsam über das Geld reden. Aber Mausehaase. Also, ich hab dir eben gesagt, hör zu, Erich. Ja, wer das Geld wohl im Heu versteckt hat. Naja, von Bauern kann es nicht sein. Die legen das Geld entweder unter die Matratze oder auf die Bank. Wer hatte noch so viel Geld im Bar? Du. Es kann nur von einem Bankraub stammen. Genau, die Räuber haben nicht im Heu versteckt und warten auf die günstige Gelegenheit, um nicht abzuholen. Also fehlen die Moneten irgendeiner Bank? Quatsch, die sind doch versichert. Daher besteht kein Grund, den Pfund abzugeben. Was machen wir mit dem vielen Geld? Also so eine Frage kann nur deinem Spatzengehirn entspringen. Nee, ich denke schon vor. Also jetzt kommen wir an eine Grenze und wenn die die Geld finden, dann denken die, wir sind die Bankräuber. Wir brauchen nicht in Urlaub fahren, wir kaufen uns eine Villa an der Côte d'Azur. Was denn eine Villa, ein Flugzeug, Mensch? Mensch, wer hat das Geld gefunden? Du oder ich? Ich bin dein Mann, ich hab dieselben Rechte, ja? Männer wie dich kriegen an jedem Finger 15. Ja, wenn es duster ist. Olle Zicke. Geldgieriger Hypochonder. Aber meine Herrschaften. Wer wird den streiten? Und noch dazu so alte Taschen. Wissen Sie, die Tasche... Ja, wir wissen nicht, ob wir sie mitnehmen oder hier lassen sollen. Wissen Sie... Mein Mann legt überhaupt keinen Wert darauf. Ja, und meine Frau weiß auch ja nicht richtig, damit anzufangen. Ja, dann lasst es doch ganz einfach da. Ach, ich heb sie so lange auf, bis ihr vom Urlaub wieder zurück seid, ja? Oh, das ist nicht notwendig. Nee, wir wollen sie auch gar nicht weiter damit belasten. Nein, das ist doch keine Belastung. Ich stelle sie schon wohin, wo sie nicht stört, ja? So blöd kannst nur du sein. Machen Sie nicht persönlich werden, ja? Das hätte ich mir denken können, dass dir die Tasche ins Hirn steigt. Und ich hätte mir denken können, dass sein Verstand jetzt ganz im Eimer ist. Aber, das Streitobjekt ist doch gut aufgehoben. Und ihr fahrt jetzt erst einmal in Urlaub. Und bis der vorbei ist, seid ihr euch gewiss einig, was mit der Tasche passieren soll, ne? Ja, würden Sie glauben? Na ja, vielleicht haben Sie recht. Ja. Also... Es geht ja schon weiter. Na, was Sie nicht sagen. Wir haben Zeit. Was? Jetzt aber mal. Ja, sehen Sie, was der Läusel da gerade macht. Hat er die Vorhänge vom Wohnwagen wieder aufgezogen? Hm. Was war das? Na, er ging doch mit der Frau von diesem Wimmer zum Stau. Hm? Mit was für einer Frau von Wimmer? Der Frau von dem Mann, dem Sie den Schnaps brachten. Kenne ich nicht. Eine wirklich sehr attraktive Person, nicht? Das scheint dem Läusel auch nicht entgangen zu sein. Ja. Und was macht der mit der da unten am Stau? Er sperrt dieser Dame mit einem Trick den Wagen auf. Mit einem Trick? Und mit einem Schweißdraht. Und dann ging er mit ihr in den Wohnwagen und zog die Vorhänge zu. Sicher auch mit einem Trick. Ja. Na, den Trick werde ich ihm aber austreiben. Ja, Sie müssen doch nicht gleich eifersüchtig auf den Läusel sein. Was denn? Ich und eifersüchtig? Der Läusel ist mir doch sowas von wurscht. Es fragt sich nur, ob der Bauer ihn für solche Spezialaufgaben bezahlt. Da haben Sie recht. Ja. Das werde ich ihn jetzt auch fragen. Oh Gott. Weg ist er. Ja, aber nicht durch deine Weisheit. Pass auf, ob jemand kommt. Ja. Mensch, zugeschlossen. Scheiße! Du musst durchs Fenster klettern. Ich? Wieso denn ich? Weil ich dich hochheben kann, du mich aber nicht, kapiert? Na komm. Ja. Los, ruf. Aua, du sollst mich nicht schieben, Mensch. Ja, du spring in eine Stube. Sag mal, hast du ein Ding am Wirsing? Das sind 3 Meter. Ich bin doch nicht am Swimmingpool. Oh, Moment. Mensch. Das Hinterteil kommt mir bekannt vor. Ja, freilich, das ist ja das Heck von der Berlinerin. Erich, so hilf mir doch! Sie fenstern tun in Bayern nur die Burschen und das bei Nacht. Was machen Sie denn da drum überhaupt? Da sehen Sie doch, Yoga-Übung. Am Fensterbrettel? Klar, helfen Sie mir mal runter. Ja, selbstverständlich, gern. Kommen Sie mit in die Armee. Ja, nicht platt, oh, weia, wo ist mein Mann? Den braucht man doch jetzt nicht. Du Trutschall, du Liebst. Sag mal, was soll denn das? Ja, das Puzzeln, das ist heute der bayerische Brauch. Ja, lassen Sie mich los, Sie alter Wurzelstock! Ja, was glaubst denn du, wie so ein alter Wurzelstock noch zum Austreiben anfängt, wenn er das richtige Düngemittel findet? Auf Ihre Johannistriebe bin ich nicht neugierig. Gut, dann nicht. Dann führe ich dich jetzt in mein Museum. Nein, was Sie immer mit dem blöden Museum haben. Ja, andere locken mit einem Fotoalbum oder mit Bildern, die habe ich leider nicht. Jetzt machen wir es, gell? Gehen wir dahin. Was ist denn hier los? Ach Mensch, sprach doch nicht so blöd, siehst du doch. Ich gebe Ihnen 500 Mark, wenn Sie mich hier rauslassen. Gut, passt noch. Ja? Ich gebe Ihnen 1000, wenn Sie sie mitnehmen. Das ist mir lieber, natürlich. Gut. Oh, diese Furie. Haha. Kannst du mich zustechen? Jetzt sticht ihm in sein Superheck, verstehst du? Zumindest, wenn ich auch woanders bin. Oh. Ich sag's ja. Berlin bleibt doch Berlin. Ja, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Die hat einen besonderen Duft, Duft, Duft. Nee, bitte nicht. Ich bin doch dein kleiner Erich, Mensch. Naja, du hast recht. Wenn's ums Geld geht, muss man sich mit seinem ärgsten Feind versöhnen. Ich glaubte, das ist ein ganz einfaches Schloss. Naja, dann mach's doch auf. Erich knackt alles. Was ist denn? Oh, Sesam hat sich tatsächlich geöffnet. Bleib hier stehen und pass auf, ob jemand kommt, ja? Ich muss die Tasche im Haus finden. Grüß Gott. Oh, guten Tag, mein Fräulein. Sind Sie unten vom Stau? Na, ich komme von der Schule. Ach so, denn die hören Sie wohl zum Haus hier oben, wa? Genau. Und wer sind Sie? Ja, wir sind unten vom Stau. Na, also so viel easy stehen Sie da oben. Naja, wir haben uns ein bisschen die Gegend angekickt, wa? Wer ist denn wir? Na, meine Frau und ich, die Stattenmeier. Ich bin die Monika Brenner, die Tochter vom Haus. Ja, ja, aber Ihre Eltern sind momentan nicht anwesend, nicht? Was, um die Zeit? Ja. Ja, wo sind Sie denn hin? Der Knecht Läusel und die Wirtschafterin Resi, die können Ihnen das genauer erklären. Der Knecht und die Wirtschafterin. Ja, ja, genau die beiden. Ja, und wo sind die beiden? Die sind unten beim Stau. Nein, nein, bitte, bitte gehen Sie nicht ins Haus. Meine Frau, die zieht sich gerade um. Ich schaue ja schon nichts weg. Nein, 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 bitte. Sie können jetzt nicht ins Haus gehen. Wissen Sie, meine Frau, die ist so eine Art von Kontranymphomanin. Was? Kontranymphomanin. Die kann nicht auf dem Dort nicht ausstehen, wenn man sie so sieht, wie sie gerade aussieht. Ja, dann lasst sie euch zwei lieber alleine, ja? Vielen Dank. Servus. 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 Na, servus. Das ist ja nochmal gut, Jan. Helene! Ja, aber das kommt jemand. Hast du die Tasche gefunden? Nee, weht der Teufel, wo die versteckt wurde. Pass weiter auf, ja? Und du so weiter? Ja. Entschuldigen Sie. Was ist denn los? Ja, was ist denn los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ja, meine Frau muss nämlich gerade mal. Ah, da schauen Sie dabei zu. Nee, ich kick nur, dass keiner kickt. Die Bauern sind nicht anwesend. Und der Knecht Läusel und die Wirtschafterin Resi, die sind unten beim Stau. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ja, das habe ich mir gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Dass Sie sowas fragen dürfen. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Ja. Aber was ich noch fragen wollte, was machen Sie eigentlich hier? Ja, wir sind unten vom Stau. Und da ich gerade hier bin, Sie haben nicht zufällig einen Ausweis bei sich? Und vor wem soll ich mich denn ausweisen? Entschuldigen Sie, ich habe das ganz vergessen. Kommissar Richter, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Ja. Kann ich Ihren Ausweis sehen? Ja, also das ist der von meiner Frau und meiner ist auch da. Danke. Ach, Herr Meier. Ja. Wissen Sie, das ist seltsam. Ja? Mein Nachbar, der heißt ebenfalls Meier. Ja. Er schwitzt aber nicht so wie Sie. Naja, Nervensache nicht. Die Nerven, ich verstehe. Wie lange braucht denn Ihre Frau noch? Ach, das weiß ich nicht. Das ist ganz verschieden. Ja. Eine Stunde manchmal. Ja. Sie sind nicht verheiratet, wa? Doch. Aber meine Frau sagt zu mir, immer Tiger, sagt sie zu mir. Ja. Kann ich jetzt endlich Ihre Frau sehen? Wozu? Na, ob das Bild hier mit ihr übereinstimmt. Hier. Kannst du mal rauskommen? Ja, was ist? Ach. Ist dieser Herr auch vom Stau? Nein, von der Kriminalpolizei. Sind Sie immer so schreckhaft? Ich nicht. Ach, der Stau löst sich auf, ja. Es geht weiter. Ja, wir wollen denn auch langsam gehen. Ja, wir wollen denn auch. Komm, Erich. Herr Meier. Ja. Was ist denn? Ja? Was? Ihre Pässe. Ach so, ja, danke. Und gute Reise wünsche ich. Ja, besten Dank. Danke, Herr Kommissar. Danke. Ah, die Taschen. Vielen Dank, Herr Kommissar. Vielen Dank, Erich. Nimm die Beine in die Hand. Erich? Ja, was ist? Ist er weg? Ja, ich hoffe doch. Ja. Was machen wir jetzt mit der Tasche? Wo verstecken wir die? Im Haus. Samt Inhalt, hast du eine Macke? Mensch, die Moneten nehmen wir natürlich vorher raus. Ja, in der Scheune liegen jede Menge leerer Futtersäcke. Ich hol mal ihn, ja? Mach mal die Tasche. Gute Idee. Erich, schnell, bevor einer kommt. Guck mal, das ist ja alles im Eimer hier. Naja, das macht ja nichts. Jetzt gib mal her. Ja, nicht daneben, Erich, Mensch. Das mach ich ja nicht. Komm hier, schüttel mal. So. Aua. Ja, nun nimm mal den Sack, Erich. Ja. Den Sack. Welchen Sack? Na, welchen Sack? Hier steht nur einer. Erich. Ja. Wo ist der Ganove mit dem Geld hin? Erich! Erich! Was machst du denn da? Ich versteck die Beute. Du versteckst sie, damit ich nicht weiß, wo sie ist, wa? Ich verstecke sie. Du versteckst sie? Damit ich nicht weiß, wo die Kohlen hier war, das machst du mir nicht nochmal, du. Komm, Dickerchen, los. Du hast die Autoschlüssel. Ich hab die Autoschlüssel nicht, du hast sie. Du hast dir die Autoschlüssel genommen, während ich unterm Auto lag. Dann muss ich sie verloren haben. Och, das noch. Mensch, ich kann sie nur im Heu verloren haben, wir müssen sie suchen. Im Heu verloren und suchen. Na, hast du bessere Idee? Ja, wir brennen die Scheune nieder und sieben die Asche durch. Wir mahlen und wir schroten, Körnerschalen schoten, Bier und Schnaps und Wein stammen aus eigenen Brennereien. Quark und Käse, ja und du, wir haben sogar eine echte Kuh. Im Sommer geht das immer, bloß im Winter steht's im Zimmer. Hollerei, Hollerkirche, Hollerei, Rio, wir haben umgestellt auf Bio. Das ist schick, das ist hübsch, Fantasio, wir sind voll Raffabio. Wir gern gesund und immer gesinder. Meine Frau, der Hund, die Kinder alle 12, die haben weiß so wie die Wölfe. Von Dackel hab ich oft schon Schiss, mit seinem riesen Raubtier bis zermalmt er die Rinderknochen, biologisch ohne Kochen. Holerei, 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 Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist sinnvoll, Rio, wir sind voll drauf auf Bio, hey! Mit Knoblauch und Ginsenga lebt man 5 Jahre länger. Zwiebelroh, ein scharfer Typ, da kriegst du nicht die Hongkong-Grip. 3 Liter Schwedenkreuzer, hält den beim Zombie Void. Werf ihn ab für die, den Trick vor Ort am besten gleich ab ihm ab. Holerei, 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 Rio. Wir haben umgestellt nach Bio. Das ist schick, das ist hip oder Dio. Wir sind voll drauf auf Bio. Es kommt auf unser Tellerlein nur Fleisch von einem glücklichen Schwein. Wir beten still beim Essen, du, wir werden dich nie vergessen. Und gib ich mal den Löffel ab, dann schreit der Pfarrer mir ins Grab. Das Öl kommt nach, der Rest bleibt da ganz klar biologisch abbaubar. Holerei, 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 Rio. Wir haben umgestellt auf Bio. Das ist schick, das ist hip oder Dio. Wir sind voll drauf auf Bio. Holerei, 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 Rio. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Dio, wir sind voll drauf auf Bio, holerei, 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 Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Dio, wir sind voll drauf auf Bio, holerei, 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 Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Dio, wir sind voll drauf auf Bio, holerei, 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 Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Dio, wir sind drauf auf Bio. Möchte ich jetzt wissen, was gegeben hat zwischen dir und dieser ausgeschammten Person? Was soll es denn da gegeben haben? Falscher Fuchzger. Warum hast du denn dann die Vorhänge zugezogen bei dem Wohnwagen, hä? Was? Ich? Die Vorhänge zugezogen? Ich hab's ganz genau gesehen mit dem Fernglasl. Ach, die Vorhänge meinst du? Ja, die Vorhänge mein ich. Ja, bis heute weiß man ja nicht genau, sagt man die 4 hängen vor oder die Vorhänge 4? Ha, ha. Ich möchte jetzt sofort wissen, was hinter diesen vorzogenen 4 Vorhängen gegeben hat. Ja, die habe ich doch der Rosita reparieren müssen. Die ganzen Hackerl waren ausgehängt. Ach, und hat's ausgerechnet dich dazu braucht. Ja, ihr Freund, der Wimmer, der hat ja 2 linke Hände. Ja, ist ja nur wichtig, dass du 2 rechte hast. Ja, und der Wasserhahn bei der Abwasch, der hat auch getropft. Den hast du ja auch repariert. Ja, und der Griller, der hat auch nicht funktioniert. Ja, die Hauptsache ist ja nur, dass du bei den fremden Leuten alles kannst. Ich trau mir mein Bügeleisen immer anlangen, weil es mich dauernd elektrisiert. Bei der Waschmaschine läuft das Wasser raus, weil es dir nicht zugeht. Na ja, da gehört der Fachmann her. Ich lasse dir bei den eigenen Sachen keinen Pfuscher hin. Gut, dann riechst du Saufutter her, vielleicht kannst du es besser. Ja, wenn du das zusagst, wird es ja wohl stimmen. Überhaupt hört die Komödie ab sofort wieder auf, gell? Ja, wieso denn auf einmal? Heute in der Früh, wenn ich nicht holen hab, da hast du mich ja direkt gezwungen, dass ich am Geld spiele. Ich habe mir's eben anders überlegt. Ja, und ich habe mir's auch anders überlegt. Ich bleib der Alois, der Knecht. Einmal ja so und einmal ja so. Typisch Weiberleid. Du, auf dem Hof geschieht immer noch das, was ich anschaff, gell? Ja, ab morgen vielleicht. Aber heut gefreut mich Knecht sein besser. Was dich gefreien darf, das wär's dann schon noch sehen. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie heute. Na, unsere 2 preußischen Streithansel sind scheinbar schon fort. Jetzt geh heute wieder an deine Arbeit. Der Knecht streikt heute. Gut. Der steht mir auch mal zu. Dann streik ich auch. Da werden deine Hähner erfreut haben damit. Gerade so viel wie deine Kier und deine Seil. Ja, wenn die Bauersleute nicht zu Hause sind, dann haben die Dienstboten Kirchtag, gell? Grüß euch gut. Komm, lass die Witz. Ich möchte bloß wissen, wer da Witz macht. Also, Vom Knecht Alois möchte ich jetzt sofort meine 2 Sau Hühnerfutter aus dem Lagerhaus und von der Tieren Resi, oh Entschuldigung, wollte ich sagen, von der Frau Wirtschafterin, möchte ich erfahren, warum euch dieser soziale Abstieg eingefallen ist. Ja, weißt Stingel? Ja, die Sache ist ja so. Ich erkläre das am Nachbarn. Ja, von dir stammt ja auch die gute Idee. Ja, und wie lange soll diese Komödie noch dauern? Die ist morgen schon wieder aus. Also. Irrtum, morgen geht's erst richtig los. Weißt Stingel? Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, es ist nämlich so. Wir haben dann nämlich... Ja, wir haben dann nämlich in einem Büchel gelesen. Ja, wir haben in einem Buch gelesen. Du, das dauert ja eine Ewigkeit. Von der Ewigkeit. Was denn, was denn? Bei dem schönen Leben denkt ihr schon an die Ewigkeit. Wir denken sozusagen an das zweite Leben. Okay. Nein, genau gesagt an das Weiterleben nach dem Tode. Ja. Und wenn wir in diesem zweiten Leben Dienstboten sein müssen, dann ist es gut, dass wir jetzt schon ein bisschen trainieren. Ja. Das ist ja ausgezeichnet alles. Also ich möchte in meinem zweiten Leben, wenn es das überhaupt gibt, ein Tier sein. Verstehst? Ein Hirsch. Ja, zweimal das Gleiche geht nicht. Dann bleibt für dich überhaupt nichts mehr übrig. Wieso? Weil du im ersten Leben schon jedes Fisch warst. Du, dein Hühnerfutter ist im Stadel, gell? 2 Sack haben wir gesagt, gell? Ui. Gut, dann holen wir. Er war gut versteht. Der Hirsch war doch. So. Ja, die Viecher, der mir ja doch leid. Oh je. Da habe ich mir was angefangen. So, Resi. Jetzt sagst du deinen Knecht, zum Zahlen komm ja anders mal, gell? Ja, freilich, bitte. Ohne Pass machst du ganz klar. Leute! Leute! Sagen Sie mal, wissen Sie, wo der Alois ist? Darf man fragen, wer ihn braucht? Ja, ich. Ich bin die Rosita und wir stehen unten beim Stau und Sie sind wo die Stallmarkt. Sie gell, für Sie bin ich immer noch... die Wirtschafterin. Ja, dann entschuldigen Sie, Frau. Resi, Horsi, was wollen Sie von meinem... Was wollen Sie von unserem Knecht? Ich wollte mich für sein Entgegenkommen revanchieren. So. Im Saustall wird das sein. Was? Da alles im Schweinestall? Also da passt er doch gar nicht hin. Ein Mann mit solchen Fähigkeiten. Was hat denn der dann für Fähigkeiten? Er ist der geborene Allrounder, wenn man so schön sagt. Gibt's eigentlich was, was der nicht reparieren kann? Ja, mein Bügeleisen und meine Waschmaschine. Ja, da wird das Klump schon reif für den Müllabfuhr sein. Also bei mir in meinem Wohnwagen, gell, da hat der alles tipptopp wieder hingekriegt. So, tipptopp. Sie, Resi, sagen Sie mal, stimmt das, dass der Lösel noch nicht verheiratet ist? Wie kommen Sie denn da drauf? Na, er hat mir selber verzeiht. So. Naja. Wenn er es Ihnen selber erzählt hat, dann wird es ja wohl stimmen, ne? Was hat er denn sonst noch so alles erzählt? Eine ganze Menge. Er hat sich bei mir sozusagen seinen ganzen Kummer von der Seele geredet, gell? Dass er niemanden auf dem Hof hat, der ihn versteht. Dass er ihm die Arbeit zum Haus raushängt. Dass er sich sehr einsam fühlt und auch ein bisschen Liebe sehnen tät. Das ist ja sehr interessant. Ja, hat er Ihnen davon nichts erzählt? Nein, mir hat er kein Wort davon gesagt. Naja, also zu mir hat er sofort vollstes Vertrauen gefasst. Naja, wenn's Herz voll ist, dann läuft der Mund über. Bei mir läuft da gleich was über. So ein Mannsbild wie der Läusel und noch zum Horn. Da ist ja dieser Stau direkt ein schicksalhafter Glückszufall. Also Sie gefallen mir vielleicht, was sagt denn da Ihr Mann dazu? Mein Mann? Der Wimmer, das ist doch nicht mein Mann. Geh, der müsste sich doch erst einmal von seiner Frau scheiden lassen. Nein, nein, wir wollten bloß miteinander auf Urlaub fahren, sozusagen eine Schnupper-Ehe führen. Aber seit ich den Läusel kennengelernt habe, gell, da kann der Wimmer doch überhaupt nicht mehr mithalten. Beim Läusel, da kann's für ewig sein. Das würden aber freuen, wenn er das hört. Ja, davon bin ich überzeugt. Nach den Andeutungen, die der mir im Wohnwagen gemacht hat. Andeutungen hat er gemacht? Sie, sagen's einmal, was waren denn das für Andeutungen? Also, passen Sie auf. Ich habe ihm aus Dankbarkeit für seine Hilfestellung einen Kuss gegeben, gell? Und da hat er mich mit seinen kräftigen Armen festgehalten, wie in einem Schraubstock. Also wenn das kein sicheres Anzeichen ist, was denn dann? Unter uns gesagt, von Frau zu Frau, verstehen Sie? Schwach waren wir. Hätte er noch mehr von mir verlangt. Aber so schnell geht's bei der Rosita auch wieder nicht. Man hat ja schließlich auch Einen gewissen Stolz und, wie sagt man so schön, eine Moral? Das müssen Sie besser wissen. Ich habe da leider nicht so viel Erfahrung. Ja, das glaube ich nicht gern. Sonst, wo haben Sie das, Mr. Läusl? Im Saustall. Ja, wo ist denn das? Da drüben. Da. Läusl, ich komme. Die ist imstande und macht aus unserem Saustall ein Sodom und Gomorra. Ja. Hi, Mama. Ja, grüß dich, Monika. Kommst du mit dem Radl heim? Was? Warst du nicht zu Fuß in der Schule? Ich bin schon mal da gewesen. Ah, wahrscheinlich, wo ich am Stau unten war. Hey, Mama, was machst denn du beim Stau? Ich hab geschaut, was dein Vater macht. Ja, ist der auch beim Stau? Ja, der war auch am Stau. Ja, und dabei waren zwei Fremde vom Stau da auf dem Hof. Ja, und? Ja, weil die sehr sonderbar waren. Er, Meier hat er geheißen. Der ist da vor der Tür gestanden und hat mich nicht ins Haus reinlassen. Wieso denn nicht? Ja, weil sich seine Frau in der Stube umgezogen hat. Also, das ist ja komisch. Ja, weißt du, was noch komisch ist? Der Meier hat gemeint, meine Eltern waren nicht daheim und die Wirtschafterin und der Knecht waren unten beim Stau. Wie kommt denn der auf sowas? Ach, Monika, du weißt doch selber, jedes Jahr, wenn da unten ein Stau ist, dann kommen die Leute gleich dutzendweise zu unseren Hof her und alle wollen's was, ne? Ja, und weiter? Da habe ich heute früher zum Papa gesagt, er soll sich als Knecht ausgeben und ich bin die Wirtschafterin. Und für was soll das Theater gut sein? Dass wir was verlangen können von den Fremden, verstehst? Das schaut da wieder gleich. Sei nicht so frech. Ja, dann bin ja ich sozusagen ein Waisenkind. Was? Ja, weil ich keine Eltern mehr habe. Aber was ist denn da im Stadel los? Immer dasselbe! Ja, also du lernst das nie, wisst ihr? Oh. Resi! Ach, haben mich sehr erschreckt. Ich hab gedacht, wir sind schon längst über alle Berge. Ja, wir hatten noch was in der Scheune zu erledigen gehabt. Ach so, Sie haben Versöhnung gefeiert. Aber dass da ausgerechnet ins Heu gegangen sind, wäre denn da ein Wohnwagen nicht bedeutend bequemer gewesen? Ja, Sie übrigens meine... Die Tochter von der Bäuerin. Grüß Gott, ich bin die Monika. Ich bin die Helene Meier. Ah, die Kontra-Nymphomanin. Die sie vorhin in der Stube umgezogen hat. Ja. Nee, das ist ganz anders, als man vermuten könnte. Wir haben unsere Autoschlüssel im Heu verloren, die meine Frau verloren hat, haben wir gesucht. Ja, und haben Sie es wenigstens gefunden? Nee. Nee, leider nicht. Und heute ist Sonnabend. Wo kriegt man da einen Ersatzschlüssel her, wa? Na ja. Vielleicht weiß unser Knecht Alois da einen Ausweg. Ach, ich meine, er kann uns da helfen? Was glauben Sie, wem der heute aus Nächstenliebe schon alles geholfen hat? Leute, Achtung! Alois! Nein, nein! Und mein Schnucki-Bärle! Leute, mach sofort die Tür auf! Ja, können Sie das verstehen? Kaum sind wir ein bisschen zärtlich worden, rennen wir schon weg. Ach, sei Glück. Was haben Sie gesagt? Ich hab was sagen wollen. Sein Glück rennt er davon, ja, nicht? Läusel, ich rühre mich nicht von der Stelle, bis du aufmachst und mich zu dir hineinlässt. Ja, sag einmal, Resi, was ist mit dem Alois los? Das ist doch, sein Glück rennt er davon. Also, dann ist für mich halt Feierabend. Nix da, du bleibst da. Auf dich wartet in der Küche Arbeit. Geh, seit wann hat denn die Wirtschafterin der Tochter vom Haus was anzuschaffen? Sie haben doch gesagt... Fräulein Resi, Sie haben doch gesagt, dass der Läusel uns eventuell helfen könnte. Ja, da müssen Sie schon selber fragen. Vielleicht findet er zwischen seinen Andeutungen noch ein bisschen Zeit. Läusel, mach heute auf. Oder ist er lieber, wenn wir bei mir im Wohnwagen weitermachen? Au! Lassen Sie mich das machen. Alois, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Frau hat den Autoschlüssel im Heu verloren. Und die Resi hat gesagt, Sie können uns dabei helfen. Alois, wo bleibt denn deine Straßenkameradschaft? Wir zahlen Ihnen auch jede erdenkliche Summe. Oh, Mensch, was ist denn? Na, was du von Blödsinn redest, jede erdenkliche Summe. Das mit jeder erdenklichen Summe war nicht so gemeint, aber es soll nicht umsonst sein. Aber bedenken Sie, dass wir vielleicht bis Montag hier lauern müssen. Ja, die sind unsere letzte Rettung. Alois, Sie mach euch bitte auf. Läusel, ich hab's ja gewusst, dass du meinen Bitten nicht widerstehen kannst. Ja, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Ja, was ist denn wichtiger als wir zwei? Die Pannenhilfe, wenn einer nicht weiter kann. Die könnte ich jetzt bei dir auch brauchen. Ja, wenn Sie keinen Autoschlüssel haben, dann müssen wir die Zündung kurz schließen. Ah, nein, ja, Alois, lass mich doch beim Kurzschluss von deiner Zündung dabei sein. Ja, gut. Gut, die Moneten. Warte mal, Erich, wir gehen jetzt hoch. Ganz ruhig, Erich. Ja, Mensch, aber... die Moneten sind zurzeit da am besten auf Jung. Nun komm mal, mein Kleiner. Die hängt sich an ihn hin wie eine Glecken. Aber lang schau ich da nimmer zu. Na, Frau Resi, was sonst zum Lösen? Na, ich sag da überhaupt nichts mehr. Ja, dann sind's besser dran als ich. Also ich könnte ihn zum Teufel... Wir wünschen den Schützenjäger. Okay. Sind Sie doch froh, dass mit dieser Rosita nicht verheiratet sind? Ja, eines Teils ja, anderes Teils war der Urlaub schon so schön geplant. Sag's doch lieber, die Schnupper-Ehe. Wieso wissen Sie davon? Ihre sündige Rosita hat mir davon erzählt. Ja, sie geht scheinbar schon zu Ende, bevor es richtig angefangen hat. Oh, diese Weiler! Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte sagen, oh, diese Frauen. Sag's doch lieber, oh, diese Männer. Ja, Sie sagen das. Haben Sie auch schon Ihre Erfahrungen damit gemacht? Ja, wie man's nimmt. Also ich werde diese Weibsbilder nie richtig begreifen. Ich muss sagen, die Frauen nie richtig begreifen. Meine Angetraute ist rechthaberisch, herrschsüchtig, intolerant und egoistisch. Ja, Sie müssen doch zugeben, dass man da direkt in die Arme von einer anderen getrieben wird. Ja, ja. Und diese andere waren ausgerechnet die Arme von der Rosita, ne? Nur ist die wieder launisch, flatterhaft, hysterisch und... männernarisch. Sie sagen es. Na ja. Bloß ihr Männer, ihr seid die reinsten Lamperl. Na ja, wir sind das, was die Frauen aus uns gemacht haben. Ja, das glaube ich wieder weniger. Also ich zum Beispiel, das heißt unser Knecht, der Alois, ne? Der muss von Geburt aus schon so verdorben sein. Also ich weiß gar nicht, wer den so hergekriegt hat, dass der hinter jedem Kittel hersausen muss. Ah, oh, wie die mich sehen nach einer Frau so voller Natürlichkeit und gesunden Ansichten, so voller Güte und Ehrlichkeit, voll echter Liebe und Treu. Ja, so wie Sie, Resi. Aber Herr Wimmer, täuschen Sie sich nicht in mir. Ja, bei Ihnen spüren wir doch die Geborgenheit auf den ersten Blick. Was habe ich noch ein bisschen falsch gemacht? Mich dürfen Sie das nicht fragen. Ja, stimmt. Sie sind schließlich nicht verheiratet. Aber es gibt für Sie immer noch Gelegenheit, diesen Umstand zu ändern. Ja, Herr Wimmer, ja, Sie sind ja ein Schlimmer. Aber nicht immer. Nennen Sie mich Wimmer. Und wie lang? Für immer und ewig. Ich hab gedacht, bis die Rosita was merkt. Ja, wir können uns sowas von mir denken. Gedanken sind frei. Ja, drum sollst du aus jedem Gedanken von mir erfahren. Mein Herz, wenn ich es rausnehmen könnte, zu die Füße hätte ich ihn legen. Aber Herr Wimmer... Ich lege mich quer über die Autobahn, wenn Sie mich nicht erhören. Ja, beim Stau kann das nicht schaden. Resilein. Herr Wimmer. Herzilein. Herr Wimmer. Guten Tag. Ah, grüß Gott. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre traute Zweisamkeit... gestört hat. Sie haben nicht gestört. Kommen Sie auch vom Stau? Nein, von der Kriminalpolizei. Kommissar Richter. Und Sie sind die Wirtschafterin. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, wie komme ich da drauf? Wissen Sie, hier war ein Herr Meier. Und der erzählte mir, dass die Besitzer des Hofes... abwesend sind. So, das hat er Ihnen erzählt. Das hat er mir erzählt. Ja, dann sind Sie womöglich nicht die Wirtschafterin. Doch, das stimmt schon. Die Frau Resi schaukelt da den Laden. Stimmt doch, oder nicht? Ja. Aha. Und Sie sind der Knecht. Ich? Ja, schaut denn so aus? Ja. Nein. Also bitte, wer sind Sie? Wimmer ist mein Name. Wimmer vom Stau. Und was machen Sie hier, Herr Wimmer? Ja, wir stehen unten. Stau. Wer ist hier? Frau Rosita Stingel und ich. Sehr interessant. Sagen Sie mal, Herr Wimmer, wo waren Sie denn gestern? Am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr. Ja, da waren wir noch daheim. Kann das jemand bezeugen? Ja, eigentlich niemand. Dann könnten Sie sich genauso gut hier in der Gegend aufgehalten haben. Ja, theoretisch schon. Nur stimmt's nicht. Es wird sich noch herausstellen. Und Sie, was haben denn Sie für Verhältnis zu Herrn Wimmer? Sie hören so mal, gell? Ich habe überhaupt kein Verhältnis mit dem da. Was wollen denn Sie überhaupt? Es dreht sich um die Aufklärung eines Bankraubes. Und die Beschreibung des Täters, die trifft genau auf Sie zu. Wir brauchen nur noch die Komplizin. Was? Ich soll gestern deine Bank überfallen haben. Da lachen ja die Hühner. Apropos Huhn, wo ist Ihre Begleiterin? Die ist unten, beim Stau ist sie, ja. Und was macht sie da? Die tut mit unserem Knecht und sie ein Auto kurz schließen. Sehen Sie, das Fluchtauto wurde ebenfalls kurz geschlossen. Sie begleiten mich jetzt zum Stau, damit ich Ihre Komplizin verhören kann. Herr Kommissar, Sie kombinieren falsch. Wenn ich Sie laufen lassen würde... So helfen Sie mir doch, Frau Resi. Aber wir möchten wissen, wie. Ja, sagen Sie doch, dass ich kein Bankräuber bin. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Aber freuen hat's mich schon, wenn Ihre saubere Rosita vom Stau weg verhaftet werden hat. Ah, die ist Ihnen verdächtig vorgekommen. Was ist Ihnen an dieser Person aufgefallen? Aufgefallen ist mir gar nichts. Aber zutrauen würde ich der alles. Na bitte, Herr Wimmer, was wollen Sie noch mehr? Ich will meinen Anwalt. Das sagen alle Verdächtigen. Bitte folgen Sie mir unauffällig. Jetzt wird's kriminalistisch. Ich sage nicht mit Stingel, Matthias. Wir Kadett mit mir darf sowas nicht machen. Das sag ich Stingel? 2 Säck Hühnerfutter hat man der Alois vom Lagerhaus mitgebracht. Und was ist das? Der eine schwer, der andere leicht. Ja, da wird ja denn ein was anderes drin sein. Hast nicht nachgeschaut? Du, da brauche ich nicht nachschauen. Sowas kenne ich doch am Gewicht sofort. Ja, dann hol da den aus dem Stadel an. Ja, freilich, weil ich nichts anderes zu tun habe, als wir den ganzen Tag das Hühnerfutter spazieren tragen, nicht? Das ist ja allerhand sowas. Du wirst schon kein Bruch kommen haben. Ja, aber dafür zahlt der Alois einen Liter bei den Ochsenwirt. Wenn der Knecht wie der Bauer ist, gell? Doch allerhand sowas. Das ist wie ein Knecht, sowas da. Ja, pass halt auf, so dass ich da einen Hof umeinander fahren, oder? Ja, jetzt komm schon, Billy. Deine 2 Alten sind nicht daheim. Gut, hier werde ich gleich zorn werfen, wenn deine 2 Alten nicht daheim ist, gell? Wer ist noch die da? Ach, das ist bloß unsere Wirtschafterin, die Resi. Du wirst gleich sehen, wer ich bin. Ich muss schon sagen, die 40 ganz schön auf, eure Wirtschafterin. Sie ist an Start, verstanden? Okay. Wer ist denn das überhaupt? Das ist der Billy, mein neuer Freund. Don't worry, be happy. Dein neuer Freund verschwindet vom Hof und zwar schnell, gell, sonst hol ich unseren Hund. Oh, ich glaube, der fängt höchstens zum Heulen an, wenn er Billy singen hört. Wart nur, bis dein Papa kommt. Was der Alois, der Knecht? Die Komödie ist aus, gell? Aus und fahren. Und der verschwindet vom Hof und zwar schnell, ist das klar? Sag einmal, konnte er was anderes auch noch? Warum? Musst mehr hören? Ach du Gott, meine Nerven. Ja, macht es euch im Garten nur bequem. Oh ja. Und fühlst du schön drüben? Erich, da drüben, da ist es windstill und schattig. Ach, es ist hier schön, Erich, nicht? Ja, komm, halt mal die Klappstühle. Ja. So. Alles, du willst doch nicht zulassen, dass die aus unserem Hof da einen Campingplatz machen. Ja, warum nicht? Ihr macht's ja dafür, wie mir scheint, eine Diskothek ab. Also, meine Herrschaft, am besten wird's sein, Sie packen alles wieder ein. Hä? Wieso? Der Alois hat gesagt, solange der Bauer nicht da ist, können wir hier kampieren. So. Hat er das gesagt? Aber die Feuerwehrmann kommt dann. Ja, wenn sie kommt. Gell, Leute, du hast doch nichts dagegen, wenn der Billy halt noch bei mir bleibt. Was? Ja, was meine Eltern müssen es ja nicht gleich wissen. Geh, du verrotzt nichts, Leute. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Resi, richt uns bitte das Balkonzimmer her. Hast sonst nichts mehr, ha? Na ja, mach schon, was die Tochter des Hauses anschafft. Danke, Leute, du bist ein prima Kerl. Komm, Billy, wir holen deine Sachen. Echt cool, ey. Oh. Die brauchen einen starken Kaffee. Und ich brauche einen starken Schnaps. Ganz schön hirnbeknackte Idee von dir, hier einen Campingplatz zu eröffnen. Hast du eine bessere? Ja, wir hätten unser Auto, nachdem es kurz geschlossen war, auf den nächsten Parkplatz fahren sollen. Und die Moneten etwa da lassen? Die hätten wir uns still und heimlich bei Nacht und Nebel geholt. Mensch, und der olle Köter, hast du den vergessen? Sag mal, warum hat denn der Kommissar diesen Wimmer und seine Tussi mitgenommen? Vielleicht hält er sie für die Bankräuber. Das ist ja bekloppt, Mensch. Die sind da genauso zufällig hier wie wir, durch den Stau. Erich? Ja? Wenn wir die nächsten Verdächtigen sind? Ja, Quatsch. gefragt. Solange das Geld im Heu liegt, gibt's keine Beweise. Die Rosita, Bankreiberin. Du spinnst ja. Die hat doch 3 Häuser hinterstört. Ja, wo es hin zum Putzen geht. Aber mich wundert ja gar nichts mehr. Ich habe ja auch nicht denken können, dass du, alter Gockel, nur mal zum Balzen anfängst. Ja, balzt halt auch. Aber alte Hähner können ja nur noch dockern. Die Komödie ist aus, verstanden? Geht leider nicht, wir sind erst beim 2. Akt. Ach, Resi, könnten wir für heute Abend einen frischen Liter Milch bekommen? Ja, von mir aus auch 2. Und du holst das Hühnerfutter aus dem Stadel. Ja, wo ist denn das drin? Ja, blöde Frage, in einem Sack natürlich. Ach, in dem Sack. Können wir uns ein bisschen nützlich machen hier auf dem Hof, Fräulein Resi? Du möchtest schon wissen, wie. Zum Beispiel das Hühnerfutter aus der Scheune holen. Nein, 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 das macht schon der Alois. Geh dazu. Ja, wenn's meinst. Ach, lassen Sie uns doch die lieben Hühnerchen füttern. Put, 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 put. Unsere Hühner kennen nur mich. Und wenn sie schreien, laufen sowieso davon. Ich soll wissen, der Schock hier. Ich kann ja suchen helfen. Ja, 6 Augen sind ja mehr als 2. Also so einen Arbeitseifer habe ich bei den Preisen noch nie erlebt. Sag einmal, hat der Stingel seine 6 schon geholt? Ja, den hat er wieder zurückgebracht. Hier ist das Hühnerfutter. Ja, und hier ist ja nur Heu drin. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich habe mir, als die Scheune von meinem Mann belagert wurde, ein Sitzpolster gemacht. Ja, so ein Schmarrn. Ich weiß doch, was Hühnerfutter drin ist. Nur wer den zugebunden hat, das möchte ich schon wissen. Wut. Alois? Ja, was ist denn schon wieder? Ich bin schwarz von der Augen. Leserl, halt. Was ist denn auf einmal? Alles. Sag einmal. Warum bist du denn so erschrocken? Alles zwickt mich. Warum? Damit ich merke, dass ich nicht träume. Au! Na, bist wieder munter. Alois, der Sack ist voller Geld. Ich glaube, jetzt träumst du wirklich. Nein! Au, warum zwickst du denn wieder? Damit du munter wärst. Ich bin hellwach. Schau nach. Was soll in dem Sack sein? Geld, lauter Bündel Geld. Sag mal, spitzt jetzt ganz. Wo ist denn da ein Geld? Alois, mich trifft der Schlag. Nein, nicht. Einzig Wahre ist ein Haufen Diridari. Die einen sagen Kies, die anderen sagen Moos und wir sagen Diridari und ohne dem ist nichts los. Diridari hum, sagen schon die Schwung, aber die haben's Diridari fein nur vom Spare-Spare. Hab geerbt, liebe Mari, aber von meinem Diridari, da geb ich dir nix ab, weil ich eine Gütertrennung hab. Ob's Diridari in der Schweiz, Daridiri, sie ist ein Greiz, ja bin ich doch da dimmer, was mein Diridari nummer nimmer. Diridari, diridum, alles drasi drum, dies einzig Wahre ist ein Haufen Diridari. Diridari Belohnung, der Kari hat eine Wohnung, nix Diridari, der Lucky schlaft unter der Brücke. Es gibt Diridari Dirndl, haben im Fenster ein rotes Birndl, haben ein Zimmer ohne Schloss, wirst der Diridari gleich wieder los. Hauptstadt Berlin, ja, da ziehen wir hin. Dies bringt die Berliner Diritari und dem Herrn Weigel graue Haare. Du wirst mir doch nicht als ein Spinnertisch sterben. Alois, wo ist das Geld? Ja, was hast du denn mit dem Geld? Der Sack war halb voll davon, da weht in meinen Kopf. Okay, das hast du doch nur eingeholt. Nix eingeholt, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ja, wer tät denn in unseren Hühnerfuttersack ein Geld hineinkommen? Das weiß ich nicht, aber es war drin. Wie rede ich ja das nur aus? Bestimmt war das von dem Bankraub. Jetzt hat seinen letzten Verstand auch noch verloren. Und wo ist es jetzt, dein Geld? Alois, wo sind die Meierischen? Momentan nicht da. Also klar, die sind mit dem Geld davon. Mit was denn für ein Geld? Weil das im Sack drin war. Und den haben sie da lassen. Alois, du musst mir nach. Schnell, schick dich. Du musst das da zurückholen. Ja, und? Du nimmst das ihnen wieder ab. Was? Das Geld. Du meinst, ich soll ihnen deine Fata Morgana abnehmen? Die lachen mir ja aus, die halten ja da nie für narrisch. Soll das vielleicht heißen, ich bin schon? Bitte. Beruhigt dich wieder. Jede Minute kann der Stau weitergehen. Und wir schauen im Ofen rein ins Gebirg. Ja, meine Güte, so ein blödes Mannsbild kann er für sich haben. Komm, Resa, du legst dich jetzt ins Bett, nimmst ein Schlafpulver und wenn's wieder munter wirst, ist der ganze Spuk vorbei. Sünd und schad um das schöne Geld. Millionen sind das gewesen. Ja, 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 schade ist um das ganze Geld, was man nicht hat. Wenn ich es nicht so genau gesehen hätte. Ja, alles sieht man ganz genau, wenn man träumt. Ich hab nicht geträumt, dann nehme ich Gift. Na ja, ein Schlafpulver, das ist schon ein bisschen eins. Bist halt ein bisschen aufgeregt. Träumt von einem Geld. Wäre das ein Wunder, wenn du um die Rosita rumschwanzelst wie ein verliebter Gockel? Aus dem Komödienspiel wird scheint sein Drama. Ich wollte natürlich sagen, Alois... Okay, hör auf mit dem Schmarrn. Wieso ich? Ihr habt's doch damit angefangen. Nein, deine Mutter hat diese Idee des Jahrhunderts gehabt. Und jetzt liegt sie drin in der Stube und redet lauter wirre Sachen. Was denn für wirre Sachen? Na, frag selber. Servus, Läusel. Na du, ich geb dir keinen Läusel. Okay. Dann eben her, Alois. Hab halt nicht gewusst, wie du heißt. Sag mal, was denn den Sack her? Den? Mei, den hab ich denen abgenommen, die ihn vorhin am Hof haben mitgehen lassen, gell? Die Meierischen? Ja, genau. Die Moni sagt zu mir, Billy, die haben uns einen Sack Hühnerfutter gestohlen. Ich, nix wie hin und den Sack zurückverlangt. Der Herr Meier hat halt nicht gewusst, dass ich gewisse Kenntnisse in japanischer Kampfkunst hab, gell? Ha! Ja, das hast du gut gemacht, sag ich. Alles der Monitz nicht. Wo ist denn die überhaupt hin? Nein, zu ihrer Mutter. Aber was ist die Mutter schon wieder zurück? Ja, von wo soll die zurück sein? Ja, es hat allerweil geheißen, die Moni, ihre Eltern sind zur Zeit nicht da. Ja, aber jetzt ist der Moni, ihre Mutter, wieder da. Oh, Waldmutter, das ist immer gefährlich. Ja, du hast recht. Herr Alois, ich verschwind lieber. Sag's der Moni einen schönen Gruß. Wir treffen uns heute Nacht in der Disco, gell? Ja, gut. Ich werd's ausrichten. Bitte. Für was brauchen jetzt die Meierischen, wenn sie in Urlaub fahren, ein Hühnerfutter? Vielleicht wollen sie ein Bio-Brot rausbacken. Das ist ja genau der Sack, in dem meine Alte das Geld gesehen hat. Den halte ich jetzt unter die Nase, damit sie sich das dran hat. Ruhig, Blut, alles. Nerven behalten, ganz ruhig. So ein Haufen Geld. Das ist bestimmt von dem Bankraub. Ja, da sind ja die Meierischen, die Bankräuber. Und die können den Billy überhaupt nicht anzeigen, dass er einer die Beute abgejagt hat. Also weiß auch kein Mensch, dass ich das Geld hab. Jetzt bringt sich noch ein Platz allein. Hallo, wer ist die gute Nachbar, Alois? Ja, was sieht mein drüber Blick? Das ist ja genau der Sack, wegen dem ich hergekommen bin. Hä? Ich suche gerade wegen dem. Weil ich hineinschauen wollte. In den Sack? Ja, freilich, rausschauen kann ich ja nicht, ne? Hast ein schlechtes Gewissen, Alois. Darum willst du den Sack verschwinden lassen, hä? Wieso soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Weil das genau der leichtere von den zwei Säcken Hühnerfutter ist, die du mir vom Lagerhaus mitgebracht hast. Aber Gott sei Dank habe ich das sofort am Gewicht erkannt, verstehst du? Und jetzt möchte ich von dir wissen, warum du mich beschwindeln hättest wollen, verstehst du? Der Sack geht dich gar nichts an, gell? Nicht schlagen, gell? Also halt er von mir aus im Stadel drin einen anderen Sack, aber mir lasst meine Ruhe jetzt. Den anderen Sack hat mir deine Resi schon gegeben, verstehst du? Na also, was willst du noch von mir? Nix. Nur hineinschauen will ich. Du willst ja nur nicht, dass ich hinter deine Betrüger reinkomme, verstehst? Aber mit dem Stingel, Matthias, kannst du das nicht machen. Nicht mit dem Stingel. Ach, du damischer Teufel, so besoffen warst du ja noch nie. Ah, im Vino wäre das. Im Wein liegt die Wahrheit, Alois. Und in deinem Bier? In meinem Bier die Neugier. Du, wenn's jetzt nicht gleich verschwindst, lernst du mich von der anderen Seite kennen. Von deiner schlechten, meinst du? Aber da kenne ich dich schon, verstehst du? Haha. Der hat einen harten Schädel. Du, Papa? Ja, um Gottes Willen, was ist mit dem Stingel passiert? Ah, schlecht ist er geworden. Schnell, hol einen Kiwi Wasser. Nein, nein, um Gottes Willen, keinen Tropfen Wasser. Und schon gar nicht einen Kiwi, Bulli, gell? Ja, du Alois, bist gleich am Ganzen. Jawohl, Mann. Weiter, voll allein, die jetzt weg. Ich komm noch einmal, ich will das auf mit dem... Geh, flieg auf! Ruhe! Du, Papa, Mama ist tatsächlich ganz durcheinander. Gell, wie ich gesagt hab. Die wollte sie ei, die hätte in dem Sack mit dem Hühnerfutter ganze Bündel von Banknoten gesehen. Ja, wenn ich nur wüsste, wie ihr das ausreden könnt. Ja, wie kommt denn die auf sowas? Schau selber rein in den Sack, ob da Geld drin ist. Vielleicht glaubst du dir mehr als wir mir. Ich hab keine Zeit für sowas. Ich muss in die Apotheken. Wo ist denn der Billy? Ach so, ja, der lässt dich schön grüßen und er wartet heute auf die Nacht in der Diskothek auf dich. Ach so, er lässt mich schön grüßen. Fragt sie bloß, ob ich auch hingehe. Ja, das Geld muss ich unbedingt woanders nicht tun. Mal schauen, ob wir irgendwo so ein Haus drin. Erich! Was? Erich, ist die Luft rein? Bin ich vom Umweltschutz? Lass deine blöden Späße. Wir müssen unbedingt herausfinden, was dieser Kung-Fu-Kämpfer mit dem Geldsack gemacht hat. Da steht er doch. Da steht er, ja. Mensch, pass doch auf, in Kopfverband reicht doch. Oh Mann, denkst du, mein Arm tut nicht weh? Du, das ist der Falsche. Und wo ist der Richtige? Als dieser Lümmel den Hof verließ, hat er nicht bei sich gehabt. Da muss er ihn irgendwo versteckt haben. Das weiß ich auch, aber wo? Das weiß ich nicht. Ach, die Familie Meier auch noch da. Na und? Sie sind ja auch noch da. Stimmt genau. Haben die Herrschaften ihre Meinungsverschiedenheiten nachträglich doch noch ausgetragen. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich habe meine Birne angerannt und meine Frau ist hingefallen, na und? Das ist doch mir wurscht, wo Sie Ihre Blessuren her haben. Sagen Sie mal, haben Sie den Alois gesehen? Das ist nun wieder uns wurscht, wo der ist. Läuserl! Kommen wir jeden. Aber nur 100 Meter, wir müssen den Hof im Auge behalten, bis dieser junge Wilde zurückkommt. Dem möchte ich nicht nochmal begegnen. Ja, denkst du, ich bin so hart drauf? Ich weiß zwar nicht, wenn die Taschen fährt, aber die müssen passen. Genau, wie ich geschätzt habe. Ja, und in den Sack, da tue ich jetzt ein Hühnerfutter hinein, dann kann meine Alte ihr Geld vergessen. Und die Tasche da, Erich. Ich bin doch nicht blind. Nein, 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 geh, komm, geh. Komm, schnell weg. Leute. Oh. Rosita! Läusel, da bist ja endlich! Ja, da bin ich! Läusel, das darf doch nicht wahr sein, dass du wirklich... Na, also, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ja, was denn, Rosita? Dass du's getan hast. Dass du's tatsächlich für mich getan hast. Ja, ich weiß zwar nicht, von was du redst. Was soll ich denn getan haben? Ja, dass du deine 7 Sachen gepackt hast und mit mir nach Italien fährst. Ah, nach Italien meinst? Naja, oder wohin du sonst mit mir fahren willst. Das ist mir wurscht. Läusel, ja, was hast denn? Du schwitzt ja so. Ja, das ist das Reisefieber. Das vergeht gleich, wenn's bei mir im Auto sitzt. Was? Und der andere? Ah, welcher andere? Ja, der andere heute, halt, dein bisheriger Begleiter. Das ist doch mir wurscht, wie du wieder heim oder auf Urlaub kommst. Also, ich muss schon sagen, du bist ja ganz ein Geschwinde. Nur schnelle Entscheidungen sind was wert. Du hast ja auch schon deine Tasche gepackt. Ja, aber vorher muss ich noch Verschiedenes erledigen. Ich kann ja den Hof, ich meine den Bauern nicht so, mir nichts, dir nichts davonrennen, ne? Alles kann man, wenn man nur will. Ja, und meine Post, die muss ich auch noch verlängern lassen. Ja, wer schaut denn heute noch auf ein Ablaufdatum? Und gewaschen und rasiert bin ich auch noch nicht. Was meinst denn du, in welchem Hotel ich gebucht habe? Ja, da gehst heute dabei voraus und ich komm gleich nach. Gut. Und die Tasche, die nehme ich auch gleich mit. Die kannst du nicht mitnehmen. Ich meine, in dieser Tasche, da ist noch nicht alles drin. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du da eingepackt hast. Ah, du, das ist gegen die... Wie sagt man da? Intimsphäre meinst du? Ja, die meine ich. Jetzt komm halt endlich. Also lass dir doch Zeit. Das muss doch alles nochmal ganz genau überlegt werden. Naja, das ist ja nicht so, wie wenn ich zum Nachbarn zum Ratschen gehen tät. Erlaubst schon, dass ich lache? Ja, ich erlaub's. Was gibt's denn da noch lang zum Überlegen? Oder musst erst Resi, eine Wirtschafterin, um Erlaubnis bitten? Du, vor ein paar Stunden hast du noch zu mir gesagt, dass du lieber heute als morgen alles hinschmeißen und mit mir auf und davon laufen willst. Ja, ich hab umdisponiert. Ich sag lieber morgen statt heute. Du bist ein Feigling. Kommst jetzt oder kommst nicht? Oder musst du das an die Knöpfe abzählen? Da hast recht. Soll ich nicht. Da schau. Nicht. Du falscher Fuchsker, du! Erst den großen Verführer spielen und sie nachher nicht trauen. Du bist ja alles andere als ein richtiges Mannsbild. Oh, das ist nicht wahr. Ein Waschlappen bist du, ein Loser, wie im Buch steht. Wahrscheinlich weißt du mit der Frau überhaupt nichts anzufangen. Du bist genau der Typ, dem ich das zutrauen würde. Du verklemmter Hinterwäldler. Also jetzt ganz beleidigen brauche ich mich nicht lassen. Jetzt sag ich noch ganz andere Sachen. Ja, was ist los mit dir? Jeden Moment kann's weitergehen. Oder willst du da übernachten? Aber... Und wie redst denn du mit mir? Wie man scheinbar mit dir reden muss. Meinst du, schau dir doch länger zu, wie du den alten Hahn zum Balzen bringen willst. Das und ein alter Hahn. Der ist höchstens der alte Hähner. Gut, dass du endlich dahinter gekommen bist. Ich und Wimmer, so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst ja nicht eifersüchtig sein. Ja, glaubst du, ich bin nur deswegen mitgefahren, dass du mich schon beim ersten Stau zurücklässt. Wie einen alten Rucksack. Wimmer, du gefällst mir ja immer besser. Und du schau, dass du wieder in deinen Kuhstall kommst. Wenn's meinst? Da kehrst nämlich hin, zu deinen Ochsen. Glaubst, ich lass mir von dir meine Rosita ausspannen? Da musst du früher aufstehen, du Winterkartoffel. Hey, eine Beleidigung, wenn's nur sagst nachher. Was ist nachher? Na, geh ich nicht in den Kuhstall, sondern in den Hähnerstall. Und der Rosita, wenn du mitnimmst, nach Italien, dann hau ich... Was? Haust du? Am Sonntag ein Hunderter in den Opferstock rein. Und deine Taschen? Halt, die Taschen lass da. Deine Reisetaschen kannst du wieder auspacken. Komm, wir wollen heute mal was Kleines. Ja, Wimmerl. Schau! Du verklemmter alten Casanova! Ja, jetzt glauben schon. Geh weiter, komm, gehen wir. Ja, die bin ich los. Der Himmel meint's heute gut mit mir. Oh, Alois. Ja, Resa, letzter wieder besser. Alois, meinst du wirklich, dass ich das mit dem vielen Geld nur geträumt habe? Ja, ganz bestimmt. Schau, da ist sogar der zweite Sack, den die Meierischen mitgehen haben lassen. Haben sie ihn wieder zurückgebracht? Nein, der Moni, der Billy hat ihn ja weggenommen. Na? Glaubst du das jetzt, dass alles nur eine Einbildung war? Wir haben ja schon nichts anderes übrig bleiben, ne? Na also. Alois? Ja? Ich glaube, dass ich in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen arg streng mit dir war. Ja, das war's ganz gewiss, nicht nur vielleicht. Und ein bisschen ein Bisskorn bist du auch gewesen. Ja, und das möchte ich heute jetzt in Zukunft ändern. Ja, aber Rösel, ist das der Dank dafür, dass ich der Rosita schöne Augen gemacht habe? Nein, das ist dafür, dass du nicht mitgefahren bist. Ich habe mir da drin den ganzen Diskurs mit angehört, den du mit ihr gehabt hast. Alois, ich habe dir Unrecht getan. Magst du das nicht vergessen? Probieren kann ich es ja mal. Tat mir einen großen Gefallen damit. Und auf der Stelle darfst du davonlaufen, wenn ich mein Versprechen nicht halten sollte. Riesel, ich hab's ja allweil gewusst bei dir. Außen eine raue Schale und innen ein weicher Kern. Aber jetzt, Riesel... Was denn? Jetzt möchtest du mir sicher einen Puzzle geben. Ja, das auch. Aber es ist was anderes. Ja? Die Taschen da, ja? Riesel. Die Taschen? Ja, die... Stell's halt wieder dahin, wo du das hergenommen hast. Ja, wenn du meinst. Ja, Mama, geht's dir schon wieder besser? Wie du siehst. Ja, und deine Einbildung mit dem Geld, das ist auch weg, oder? Ja, wird wohl so sein, gell? Ich mein, wie soll denn nach ausgerechnet in unseren Sack fürs Hühnerfutter so viel Geld reinkommen, ne? Also, ich weiß selber nicht mehr, wie man sowas einbilden hab können. Du, aber interessieren darf mich ja schon, warum zwei Urlauber einen Sack mit Hühnerfutter mitgehen lassen. Ja, das darf mich auch interessieren. Du, und auf keinen Fall wollten sie wieder hergeben. Aber der Billy hat nicht lang Faxen gemacht. Mit einem Schlag. War er auf dem Boden gelegen und mit dem zweiten sie obendrauf. Und der Sack hat wieder uns gekehrt. Das wird ja immer interessanter. Warum denn? Alois? Ja? Wo ist denn der Sack, den der Billy gebracht hat? Da steht er doch. Lass mich da mal reinschauen. Ja, bitte. Oder soll ich dir eine Brille holen? Ist das der gleiche Sack? Aha. Kannst du dir jetzt denken, wieso die Meierischen den Sack mitgehen haben lassen? Und hinterher nicht mehr hergehen wollten. Ja, da eigentlich nicht. Aber du hast doch, wie du in den Sack reingelangt hast, einen Schrei getan, als hätte ich ein Kreuzotter gebissen. Ja, weil ich doch geglaubt habe, da wäre das ganze Geld drin. Ja, das werden die Meierischen auch geglaubt haben und sind damit davon. Wenn die gewusst hätten, dass der ganze Sack voll Hühnerfutter ist, dann hätte der Billy seine Schulterwürfe sparen können. Du, Moni, hol mal schnell im Dorf unten eine Schachtel Zigarren. Geh, Papa, seit wann rauchst du denn? Und oder zur Zigarren? Seit der Scheins meinte er, ist immer noch der Knecht. Aber die Zeiten sind vorbei, gell? Du vergiss nicht, was du mir gerade versprochen hast. Vom Rauchen war keine Rede. Aber da davon, dass du die Besseren willst, also fang gleich damit an. Und du hol mir die Schachtel Zigarren, aber die Besten. Also was soll ich jetzt machen? Kaufen kannst das ja. Ob's dann geraucht werden, steht auf dem anderen Blatt. Und? Welche Laster kommen noch auf die Tagesordnung? Hey, ich wollte doch nur die Moni weiter haben. Warum? Ich brauch da nicht hören, was wir zum Reden haben. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Für uns zwei wird sich in Zukunft vieles ändern. Was denn? Es hängt mit der Taschen zusammen. Mit der Taschen? Genau. Riesel, du musst jetzt sehr tapfer sein. Das wird ja aber interessanter. Ja, die Geschichte geht eigentlich nur uns zwei was an. Dich und mich. Schau, Riesel. Wir sind doch zwei erwachsene Menschen und schon so lang miteinander verheiratet. Alois! Soll das vielleicht heißen, dass in der Taschen wirklich dein Urlaubsgewand drin ist? Dass du wirklich auf und davon gehen willst? Aber reg dich doch nicht auf, Riesel. Das soll ich mich nicht aufregen. Alois! 20 Jahre sind wir jetzt miteinander verheiratet. Und jetzt kommst du mit so einem Tanz daher. Aber bitte, wenn ich dir nicht mehr gut genug bin, dann kannst du auf der Stelle davonlaufen, mitsamt deiner Rosita. Okay, jetzt lass doch einmal die Rosita aus dem Spiel. Dann ist der andere, dir traue ich alles zu. Herrschaft, nimm doch einmal Vernunft an. Das ist ganz anders, als du denkst. Da kommt auf einmal was auf dich zu, wo du plötzlich nicht mehr ein- und ausweist. Und ja, wenn ich mit dir nicht drüber reden kann, mit wem denn nachher? Dann redst mit deiner Tochter und erklärst dir, dass du ihre arme, unschuldige Mutter sitzen lässt. Jetzt lass mich endlich ausreden! Gut, ich hör zu! Nein, nicht hören! Schauen so ist. Schauen soll ich. Wundern muss ich mich. Guten Tag, Fräulein Resi. Sie sind ja immer noch da. Ja, guten Tag, Resi. Ja, meine Frau und ich, wir wollten nur die Tasche abholen, die Sie für uns aufbewahrt haben. Wir haben uns doch gedacht, dass wir die Tasche endgültig auf Reise mitnehmen. Ja. Ach, da bringst du alles gut. Ja, die gehört nämlich uns. Ja. Gib ihnen die Taschen. Resi, das geht nicht. Ja, sofort gibst du ihnen die Taschen. Na, die gehört immer. Also, jetzt möchte ich schon wissen, warum. Naja, sie ist so praktisch. Ne? Aber sie gehört nicht uns und ich bin froh, wenn ich es nicht mehr sehe. Oh, ich gebe euch 5 Kilo Geräuchertes dafür. Ich mach mir nichts aus Essen. Ja, und noch 2 Liter Schnaps dazu. Ja? Nicht einmal ein Pfund Kartoffeln. Resi. So, gib mir für das Graffel da. Danke, Resi. Komm, mein Dicker. Das wird dir in 5 Jahren noch leid tun. Ich möchte schon wissen, warum. Ich benötige Sie noch als Zeugen. Halt, Sie bleiben hier. Was, hier oben? Sie gehören ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen. Dass ich nie lache. Ja, lachen Sie ruhig. Das bringt wenigstens etwas Abwechslung in die Szene. Ah, und Sie sind der Knecht. Den sieht man doch auf 100 Meter Entfernung. Können Sie sich ausweisen? Ich hab da bei der Arbeit keinen Pass dabei. Aber Sie werden sicher wissen, wo er zu finden ist. Ja, freilich. Ja, dann sind Sie so freundlich und holen Sie ihn. Können Sie uns eigentlich erklären, was hier gespielt wird? Ja, aber sagen Sie mir zuerst, was Sie hier andauernd auf dem Hof zu suchen haben. Ach, wir haben nur unsere Tasche geholt. Ja. Hm? Welche Tasche? Na, welche Tasche? So eine kleine... Die Fräulein Resi für uns aufgehoben hat. Ja, das stimmt, Herr Kommissar. Sehr interessant. Doch, doch. Sante Bessie. Aha, danke. Alois Brenner, Theresia Brenner. Sie sind miteinander verheiratet. Ui, und die hat er vorgelungen, er wäre ledig. Deswegen hat er sie nicht fortgetraut mit mir. Ja, ich muss da was erklären. Das wird höchste Zeit. Ja, es ist nämlich so, Herr Kommissar. Der Alois ist hier eigentlich der Bauer und ich bin die Bäuerin. Helene, hast du das mitgekriegt? Also, für uns gaben sie sich als Knecht und Wirtschafterin aus. Ja, das wird ja immer interessanter. Ja, Kommissar, Sie sehen doch, hinter dem Schwindel steckt was. Bitte beruhigen Sie sich, Herr Wimmer. Warum haben Sie sich am eigenen Hof als Dienstboten ausgegeben? Müssen wir das sagen? Am eigenen Hof kann man doch sein, was man will. Nicht, wenn hier im Ort ein Bankraub begangen worden ist und das Geld verschwunden ist. Im Heu versteckt wurde. Woher wissen Sie das? Ich weil es den Tatsachen entspricht. Ja. Was sagen Sie denn zu dieser Anschuldigung? Dass bei uns im Heu nichts versteckt war. Aber im Sack fürs Hühnerfutter. Wie kommen Sie darauf? Ja, weil ich es selber gesehen habe, ganz genau. Nur der Alois hat gesagt, ich hätte mir alles nur eingebildet. Ist Ihnen an Herrn Brenner irgendetwas aufgefallen? Natürlich. Er hat doch zu mir gesagt, dass er lieber heute als morgen auf und davon laufen wird. Also, Herr Brenner, geben Sie es auf und geben Sie zu, dass Sie den Bankraub begangen haben und das Geld versteckt haben. Wahrscheinlich wieder im Heu. Na, da wird es nicht schwer sein, diesen Sack wieder herbeizuschaffen. Was soll ich da? Ein Sack soll es holen. Zu was denn? Da stehen ja 2 Säcke, könnt ihr euch einen aussuchen. Aber ohne den bewussten Inhalt. Da drüben ist Geld auch nicht drin. Mich führen Sie nicht hinters Licht. Sie gehen jetzt in die Scheune und holen diesen bewussten Sack. Also, wenn's wollen, kann ich einer noch 15 Säcke aus dem Stadel holen. Herr Kommissar, brauchen Sie uns noch? Nein, nein. Kommen Sie in meiner Kammer nach Kaorle. Wiedersehen, Herr Kommissar. Schönen Urlaub wünsche ich Ihnen. Ja, wir wollen den auch langsam gehen, ja? Ja, nachdem Sie die Bankräuber haben, können wir ja gehen. Ja. Gut. Gute Reise wünsche ich Ihnen. Oh, ja, besten Dank, danke. Oh, na, also. Ja, nur ist da auch kein Geld drin. Wollen Sie mich zum Narren halten? Ja, wieso? Sie haben gesagt, ich soll aus dem Stadel den bewussten Sack holen. Wenn da kein Geld drin ist, kann ich auch nichts dafür. Na, wo ist es dann? Ja, wo sind denn die Meierischen? Die sind schon im Urlaub. Ja, die zwei haben doch die Taschen mit dem Geld. Was? Ja. Dümmere Ausrede haben Sie wohl nicht auf Lager. Das ist keine Ausrede, das ist die Tatsache. Sie müssen ihnen sofort nach. Damit Sie in der Zwischenzeit mit dem Geld verschwinden können. Ja, gut, dann muss ich ihnen nach. Ja, ich auch. Halt, Sie bleiben hier. Schauen Sie, Herr Kommissar. Da ist ja die Tasche. Ja, da ist die Tasche. Ja, und da sind auch die Millionen. Aha. Tatsächlich. Na, endlich. Halt! Wer sind Sie? Kommissar Richter. Richter vom Stau? Nein, von der Kriminalpolizei. Oh. Und hiermit beschlagnahme ich das Geld. Stingel, wo hast denn das Geld her? Ja, das steht natürlich. Halt, Herr Kommissar. Ich muss Ihnen doch erzählen, wie ich zu der Tasche gekommen bin. Also passen Sie auf, ich fahre da unten mit meinem Gefährt um die Ecken und plötzlich sehe ich, wie die zwei Berliner mit ihren großen und kleinen Heck im Gebüsch verschwinden. Das können Sie mir alles später erzählen. Na, das kann ich nicht später erzählen, sonst vergisst ich es ja nicht wahr. Ich sehe, wie Sie genau diese Tasche in der Hand haben. Die habe ich schon irgendwo einmal gesehen, versteht? Ich denke mir noch, schau dir doch diese Urlauber an. Die nehmen doch alles mit, was nicht mit und nachgefällt ist. Ne? Ich nach ins Gebüsch. Nimm ihnen die Tasche ab, ohne Gegenwehr natürlich. Und was soll ich euch sagen? Sie war voller Millionen. Das können Sie mir alles später erzählen. Ja, und dann kam der Marlon Brando mit seiner Maschine. Und dieser junge Mann hat mich hierher mitgenommen. Naja, und wer ist dieser junge Mann? Keine Ahnung. Fuchs, Kriminalpolizei. Ein Kollege. Nix, Kollege. Das Spiel ist aus, Tiger. Sie sind verhaftet. Ihre Komplizin, die sitzt bereits hinter Schloss und Riegel. Wir haben sie seit Beginn der Fahndung observiert. Meine Aufgabe war bloß herauszufinden, wo die Beute versteckt ist. Ja, und Sie haben mich ja direkt hingeführt. Ja, aber ohne die Moni hätte ich den Fall nie lösen können. Was ist der Billy? Ein Krimineller? Na, Mama, ein Kriminaler. Das ist zu viel für mich. Ja, für mich, ja. Ja, seid doch froh, einen Kriminalbeamten als Schwiegersohn in der Familie. Was Besseres kann euch doch gar nicht passieren. So, jetzt gehen wir. Gehen wir. Und der Finderlohn? Ja, den kriegt natürlich der Stingel. Kommen Sie auch vom Stau? Nein, von der Kriminalpolizei. Kommissar Richter. Und Sie sind die Wirtschafterin. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, wie komme ich da drauf? Wissen Sie, hier war ein Herr Meier. Und der erzählte mir, dass die Besitzer des Hofes abwesend sind. So, das hat er Ihnen erzählt. Das hat er mir erzählt. Ja, dann sind Sie womöglich nicht die Wirtschafterin. Doch, doch, das stimmt schon. Die Frau Resi schaukelt da den Laden. Stimmt doch, oder nicht? Ja. Aha. Und Sie sind der Knecht? Ich? Ja, schau denn so aus. Ja. Nein. Also bitte, wer sind Sie? Wimmer ist mein Name. Wimmer vom Stau. Und was machen Sie hier, Herr Wimmer? Ja, wir stehen unten beim Stau. Wer ist wir? Frau Rosita Stingel und ich. Sehr interessant. Sagen Sie mal, Herr Wimmer, wo waren Sie denn gestern? Am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr. Ja, da waren wir noch daheim. Kann das jemand bezeugen? Ja, eigentlich niemand. Dann könnten Sie sich genauso gut hier in der Gegend aufgehalten haben. Ja, theoretisch schon, nur stimmt's nicht. Es wird sich noch herausstellen. Und Sie, was haben denn Sie für Verhältnis zu Herrn Wimmer? Sie hören so mal, gell? Ich habe überhaupt kein Verhältnis mit dem da. Was wollen denn Sie überhaupt? Es dreht sich um die Aufklärung eines Bankraubes. Und die Beschreibung des Täters, die trifft genau auf Sie zu. Wir brauchen nur noch die Komplizin. Was? Ich soll gestern deine Bank überfallen haben. Da lachen ja die Hühner. Aber wohin? Wo ist Ihre Begleiterin? Die ist unten. Beim Stau ist sie, ja. Und was macht sie da? Die tut mit unserem Knecht und sie ein Auto kurz schließen. Sehen Sie, das Fluchtauto wurde ebenfalls kurz geschlossen. Sie begleiten mich jetzt zum Stau, damit ich Ihre Komplizin verhören kann. Herr Kommissar, Sie kombinieren falsch. Wenn ich Sie laufen lassen würde... So helfen Sie mir doch, Frau Resi. Aber wir möchten wissen, wie. Ja, sagen Sie doch, dass ich kein Bankräuber bin. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Aber freuen Sie mich schon, wenn Ihre saubere Rosita vom Stau weg verhaftet werden hat. Ah, die ist Ihnen verdächtig vorgekommen. Was ist Ihnen an dieser Person aufgefallen? Aufgefallen ist mir gar nichts. Aber zutrauen würde ich der alles. Na bitte, Herr Wimmer, was wollen Sie noch mehr? Ich will meinen Anwalt. Das sagen alle Verdächtigen. Bitte folgen Sie mir unauffällig. Jetzt wird's kriminalistisch. Das sage ich doch gleich nicht mit dem Stingel, Matthias. Wir Kadett mit mir darf sowas nicht machen. Das sage ich doch. 2 Säck Hühnerfutter hat man da alles. Wir wären gesund und immer gesinder, meine Frau, der Hund, die Kinder alle 12, die haben weiß wie die Wölfe. Von Dackel hab ich oft schon Schiss, mit seinem riesen Raubtier bis zermalmt die Rinderknochen, biologisch ohne Kochen. Oder die Holger, oder die Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist sinnvoll, Rio, wir sind voll drauf auf Bio, hey! Lebt man 50 Jahre länger, Zwiebelroh, ein scharfer Typ, da kriegst du nicht die Hongkong-Grip. 3 Liter Schwedenkräuter, hält den beim Zahn wie Beut, werf ihn ab für die den Trick vor Ort, am besten gleich auf dem Abort. Rio, wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Rio, wir sind voll drauf auf Bio. Es kommt auf unser Tellerlein nur Fleisch von einem glücklichen Schwein. Wir beten still beim Essen, du, wir werden dich nie vergessen. Und geb ich mal den Löffel ab, dann schreit der Pfarrer mir ins Grab. Das Öl kommt nah, der Rest bleibt da ganz klar, biologisch abbaubar. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Sio. Wir sind voll drauf auf Bio, hollari, Rio. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Sio. Wir sind voll drauf auf Bio, hollari, Rio. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Sio. Wir sind voll drauf auf Bio, hollari, Rio. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick, das ist hip oder Sio. Wir sind voll drauf auf Bio, hollari, Rio. Wir haben umgestellt auf Bio, das ist schick. Stelle möchte ich jetzt wissen, was gegeben hat zwischen dir und dieser ausgeschammten Person. Was soll es denn da gegeben haben? Falscher Fuchzger. Warum hast du denn dann die Vorhängzürzung bei dem Wohnwagen, hä? Was? Ich? Die Vorhängzürzung? Ich hab's ganz genau gesehen mit dem Fernglasl. Ach, die Vorhänge meinst du? Ja, die Vorhänge mein ich. Ja, bis heute weiß man ja nicht genau, sagt man die vier hängen vor oder die Vorhänge vier? Ha, ha. Ich möchte jetzt sofort wissen, was hinter diesen Vorzungen der Vorhänge gegeben hat. Ja, die habe ich doch da... Zu Hause. Was, die ist nicht daheim? Nee, ist nur die Wirtschafterin da. Die was bitte ist da? Die Wirtschafterin, sie holt gerade einen Schnaps für mich. Jetzt schaut jetzt diesen Alois Brenner an. Kann sich der tatsächlich eine Wirtschafterin leisten, verstehst du? Da kommt sie ja schon, die Wirtschafterin. Wo? Was? Ha, die soll die Wirtschafterin sein. Ja, die Wirtschafterin. So, und da haben wir jetzt einen Schnaps. Röstchen. Mm. Noch einen, liebe Resi, und wir rechnen ihn ab, wenn mein Olla befreit ist. Na, hoffentlich konnte er aber auch noch kommen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich könnte eigentlich auch einen Schnaps vertragen. Aber bitte schön, Herr Stingel. Dankeschön. Der war für die Wirtschafterin, gell? Das erkläre ich dir später. Wo ist denn der Bauer? Du meinst wohl einen Alois-Knecht? Ein Knecht, ein Alois. Ja, genau, den Knecht, den Alois, meine ich. Für den ich noch ein Stamperl krieg, gell? Dann ist aber Schluss, gell? Ja. So. Wem haben wir noch vergessen? Niemand mehr. Was willst du denn überhaupt da? Ja, mein Hühnerfutter wollte ich mal holen, was man da alles vom Lagerhaus mitgebracht hat. Du musst schon warten, bis da alles kommt. Haben wir auf den eigentlich schon was getrunken? Schaust du, dass du weiterkommst, gell? Gut, bin schon dahin. Also auf Wiedersehen, Frau Betriebswirtschafterin. Tschüss! Alle Brumme! Für die Hiesel! Für dich! Auf den müssen Sie trinken, gell? Ein artiger Kaut, was? Ja. Prost. Prösterchen, Resi. Ja, das trifft Sie ausgezeichnet. Da kann ich einen Schluck brauchen. Sind Sie die Bäuerin? Nee, die Resi ist nur die Wirtschafterin. Aha, dann ist hier der Schnaps umsonst. Aber sonst sind Sie gesund, was? Ja, ganz wurscht, was der Schnaps kostet. Ich brauche einen Schluck auf den Schrecken. Gut, muss ich noch ein zweites Glas holen. Was für einen Schrecken meinen Sie? Naja, ich gehe da unten beim Stau der Kolonne entlang, vielleicht so 100 Meter. Da stehen eine Menge Leute beieinander und unterm Auto liegt der Mann. Tot. Was? Tot? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber nachdem alle Umstände gelacht haben, habe ich mir gedacht, der kann doch nicht tot sein. Aber kein Mensch hat einen Finger gerührt. Ich war über so viel Rohheit und fehlender Straßenkameradschaft direkt erschüttert, bis ich erfahren habe, wieso der Mann unterm Wagen liegt und warum ihm keiner hilft. Der Kerl unterm Auto wünscht seine Alte in die Hölle. Ja, stellen Sie davor. Zuerst hat dieses Luder den Wagen umkippt und nachher ist sie davon. Er schreit dauernd was von einem Mordversuch. Also wenn der seine Alte erwischt, möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. Ich auch nicht. Alter kann. Die könnte ich jetzt bei dir auch brauchen. Ja, wenn Sie keinen Autoschlüssel haben, dann müssen wir die Zündung kurz schließen. Ah, ja, Alois, lass mir doch beim Kurzschluss von deiner Zündung dabei sein. Ja, du, die Moneten. Warte mal, Erich, wir gehen jetzt auch. Ganz ruhig, Erich. Ja, und die Mensch, Moneten sind zurzeit da am besten auf Jung. Nun komm mal, meine Kinder. Dann komm. Die hängt sich an ihn hin wie eine Glecken. Aber lang schaue ich da nicht mehr zu. Na, Frau Resi, was haben Sie zum Lösen? Na, ich sag da überhaupt nichts mehr. Ja, dann sind Sie besser dran als ich. Ich könnte ihn zum Teufel wünschen, den Schürzenjäger. Okay. Sind Sie doch froh, dass Sie mit dieser Rosita nicht verheiratet sind? Ja, eines Teils ja, anderes Teils war der Urlaub schon so schön geplant. Sag's doch lieber, die Schnupper-Ehe. Wieso wissen Sie davon? Ihre sündige Rosita hat mir davon erzählt. Ja, sie geht scheinbar schon zu Ende, bevor es richtig angefangen hat. Oh, diese Weiber! Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte sagen, oh, diese Frauen. Sag's doch lieber, oh, diese Männer. Ja, Sie sagen das. Haben Sie auch schon Ihre Erfahrungen damit gemacht? Ja, wie man's nimmt. Also ich werde diese Weibsbilder nie richtig begreifen. Ich muss sagen, die Frauen nie richtig begreifen. Meine Angetraute ist rechthaberisch, herrschsüchtig, intolerant und egoistisch. Ja, Sie müssen doch zugeben, dass man da direkt in die Arme von einer anderen getrieben wird. Ja, ja. Und diese andere waren ausgerechnet die Arme von der Rosita, ne? Nur ist die wieder launisch, flatterhaft, hysterisch und... Männernarisch. Sie sagen es. Na ja. Bloß ihr Männer, ihr seid die reinsten Lamperl. Naja, wir sind das, was die Frauen aus uns gemacht haben. Ja, das glaube ich wieder weniger. Also ich zum Beispiel. Das heißt, unser Knecht, der Alois, ne? Der muss von Geburt aus schon so verdorben sein. Also ich weiß gar nicht, wer den so hergekriegt hat, dass der hinter jedem Kittel hersausen muss. Oh. Oh, wie die mich sehen nach einer Frau so voller Natürlichkeit und gesunden Ansichten, so voller Güte und Ehrlichkeit, voll echter Liebe und Treu. Ja, so wie Sie, Resi. Aber Herr Wimmer, täuschen Sie sich nicht in mir. Ja, bei Ihnen spüren wir doch die Geborgenheit auf den ersten Blick. Was habe ich noch ein bisschen falsch gemacht? Mich dürfen Sie das nicht fragen. Ja, stimmt, Sie sind schließlich nicht verheiratet. Aber es gibt für Sie immer noch Gelegenheit, diesen Umstand zu ändern. Ja, Herr Wimmer, ja, Sie sind ja ein ganz Schlimmer. Aber nicht immer. Nennen Sie mich Wimmer. Und wie lang? Für immer und ewig. Ich hab gedacht, bis die Rosita was merkt. Ja, wir können sich sowas von mir denken. Gedanken sind frei. Ja, drum soll's auf jeden Gedanken dabei auch werden. Wann der Knecht wie der Bauer ist, gell? Ja. Doch alle haben da sowas. Das nennt sich wie ein Knecht. Oder da, oder da. Ja, unheimlich. Ja, pass halt auf, soll er nicht so einen Hof umeinander fahren, oder? Jetzt komm schon, Billy. Meine zwei Alten sind nicht daheim. Du, dir werde ich gleich zorn wer von deinen zwei Alten nicht daheim ist, gell? Wer ist noch die da? Ach, das ist bloß unsere Wirtschafterin, die Resi. Du wirst gleich sehen, wer ich bin. Du musst schon sagen, die 40 ganz schön auf, eure Wirtschafterin. Sie ist an Start, verstanden? Okay. Wer ist denn das überhaupt? Das ist der Billy, mein neuer Freund. Don't worry. Be happy. Dein neuer Freund verschwindet vom Hof und zwar schnell, gell? Sonst hol ich unseren Hund. Oh, ich glaube, der fängt höchstens zum Heulen an, wenn er Billy singen hört. Ja, wart nur, bis dein Papa kommt. Was, der Alois, der Knecht? Die Komödie ist aus, gell? Aus und fahren. Und der verschwindet vom Hof und zwar schnell, ist das klar? Sag einmal, konnte der was anderes auch noch? Warum? Musst mehr hören. Ach du Gott, meine Nerven. Ja, macht es euch im Garten nur bequem. Oh ja. Ich will es ganz schön. Nee, Erich, da drüben, da ist es windstill und schattig. Ach, es ist hier schön, Erich, nicht? Ja, komm, halt mal die Klappstühle. Ja. So. Alles, du willst wohl nicht zulassen, dass die aus unserem Hof da einen Campingplatz machen. Ja, warum nicht? Ihr macht's ja dafür, wie mir scheint, eine Diskothek auf. Also, meine Herrschaft, am besten wird sein, Sie packen alles wieder ein. Hä? Wieso? Der Alois hat gesagt, solange der Bauer nicht da ist, können wir hier kampieren. So. Hat er das gesagt? Aber die Feuerwehr kommt dann. Ja, wenn sie kommt. Gell, Leute, du hast doch nichts dagegen, wenn der Billy halt noch bei mir bleibt. Was? Ja, was meine Eltern müssen es ja nicht gleich wissen. Geh, du verrotzt nichts, Läusel. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Resi, richt uns bitte das Balkonzimmer her. Was, sonst nix mehr, ha? Na ja, mach schon, was die Tochter des Hauses anschafft. Danke, Läusel. Du bist ein prima Kerl. Komm, Billy, wir holen deine Sachen. Echt cool, ey. Oh. Ich brauche einen starken Kaffee. Und ich brauche einen starken Schnaps. Ganz schön hirnbeknackte Idee von dir, hier einen Campingplatz zu eröffnen. Hast du eine bessere? Ja, wir hätten unser Auto, nachdem es kurz geschlossen war, auf den nächsten Parkplatz fahren sollen. Und die Moneten etwa da? Die hätten wir uns hin. Ja, da ziehen wir hin. Dies bringt die Berliner Diritari und dem Herrn Weigel graue Haare. Gräserl. Du wirst mir doch nicht als ein Spinnertisch sterben. Alois, wo ist das Geld? Ja, was hast du denn mit dem Geld? Der Sack war halb voll davon, da weht in meinen Kopf. Okay, das hast du doch nur eingebaut. Nix eingebaut, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ja, wer tät denn in unseren Hühnerfuttersack ein Geld hineinkommen? Das weiß ich nicht, aber es war drin. Wie rede ich ja das nur aus? Bestimmt war das von dem Bankraub. Ja, jetzt hat seinen letzten Verstand auch noch verloren. Und wo ist es jetzt, dein Geld? Alois, wo sind die Meierischen? Momentan nicht da. Also klar, die sind mit dem Geld davon. Mit was denn für ein Geld? Weil das im Sack drin war. Und den haben sie da lassen. Alois, du musst mir nach. Schnell, schick dich. Du musst das zurückholen. Ja, und? Du nimmst das ihnen wieder ab. Was? Das Geld. Du meinst, ich soll ihnen deine Fata Morgana abnehmen? Die lachen mir ja aus, die halten ja da nie für narrisch. Soll das vielleicht heißen, ich bin schon? Bitte, beruhig dich wieder. Jede Minute kann der Stau weitergehen. Und wir schauen im Ofen rein ins Gebirg. Ja, meine Güte, so ein blödes Mannsbild kann er für sich haben. Komm, Resi, du legst dich jetzt ins Bett, nimmst ein Schlafpulver. Und wenn's wieder munter wirst, ist der ganze Spuk vorbei. Sünd und schad um das schöne Geld. Millionen sind das gewesen. Ja, schade ist um das ganze Geld, was man nicht hat. Wenn ich es nicht so genau gesehen hätte. Ja, alles sieht man ganz genau, wenn man träumt. Ich hab nicht geträumt, dann nehme ich Gift. Na ja, ein Schlafpulver, das ist schon ein bisschen eins. Bist halt ein bisschen aufgeregt. Träumt von ein Geld. Ja, das ist ein Wunder, wenn du um die Rosita rumschwanzelst wie ein verliebter Gockel. Aus dem Komödienspiel wird scheinbar ein Drama. Du, Papa. Oh, ich wollte natürlich sagen, Alois. Okay, hör auf mit dem Schmarrn. Wieso ich? Ihr habt's doch damit angefangen. Nein, deine Mutter hat diese Idee des Jahrhunderts gehabt. Und jetzt liegt sie drin in der Stube und redet lauter wirre Sachen. Was denn für wirre Sachen? Na, frag selber. Servus, Läusel. Na, du, ich geb dir keinen, Läusel. Okay. Ja. Aha. Und Sie sind der Knecht. Ich? Ja, schau den's aus. Ja. Nein. Also bitte, wer sind Sie? Wimmer ist mein Name. Wimmer vom Stau. Und was machen Sie hier, Herr Wimmer? Ja, wir stehen unten beim Stau. Wer ist wir? Frau Rosita Stingel und ich. Sehr interessant. Sagen Sie mal, Herr Wimmer, wo waren Sie denn gestern? Am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr. Ja, da waren wir noch daheim. Kann das jemand bezeugen? Ja, eigentlich niemand. Dann könnten Sie sich genauso gut hier in der Gegend aufgehalten haben. Ja, theoretisch schon. Nur stimmt's nicht. Es wird sich noch herausstellen. Und Sie, was haben denn Sie für Verhältnis zu Herrn Wimmer? Sie hören so mal, gell? Ich habe überhaupt kein Verhältnis mit dem da. Was wollen denn Sie überhaupt? Es dreht sich um die Aufklärung eines Bankraubes. Und die Beschreibung des Täters, die trifft genau auf Sie zu. Wir brauchen nur noch die Komplizin. Was? Ich soll gestern deine Bank überfallen haben. Da lachen ja die Hühner. Aber wo ist Ihre Begleiterin? Die ist unten, beim Stau ist sie, ja. Und was macht sie da? Die tut mit unserem Knecht und sein Auto kurz schließen. Sehen Sie, das Fluchtauto wurde ebenfalls kurz geschlossen. Sie begleiten mich jetzt zum Stau, damit ich Ihre Komplizin verhören kann. Herr Kommissar, Sie kombinieren falsch. Wenn ich Sie laufen lassen würde... So helfen Sie mir doch, Frau Resi. Aber wir möchten wissen, wie. Ja, soll ich doch, dass ich kein Bankräuber bin. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Aber freuen hat's mich schon, wenn Ihre saubere Rosita vom Stau weg verhaftet werden hat. Ah, die ist Ihnen verdächtig vorgekommen. Was ist Ihnen an dieser Person aufgefallen? Aufgefallen ist mir gar nichts. Aber zutrauen würde ich der alles. Na bitte, Herr Wimmer, was wollen Sie noch mehr? Ich will meinen Anwalt. Das sagen alle Verdächtigen. Bitte folgen Sie mir unauffällig. Jetzt wird's kriminalistisch. Wer kann man sowas nicht machen? Ich sage dir gleich, nimm den Stingel, Matthias. Wir Quartett mit Wirt darf sowas nicht machen. Das sag ich dir. 2 Säck Hühnerfutter hat man da alles vom Lagerhaus mitgebracht. Und was ist das? Der eine schwer, der andere leicht. Ja, da würde denn ein was anderes drin sein. Hast nicht nachgeschaut? Du, da brauche ich nicht nachschauen. Sowas kenne ich doch am Gewicht sofort. Ja, dann hol da halt einen aus dem Stadler an. Ja, freilich, weil ich nichts anderes zu tun habe, als wir den ganzen Tag das Hühnerfutter spazieren tragen, nicht? Das ist ja allerhand sowas. Du wirst schon keinen Bruch kommen haben. Ja. Du, aber dafür zahlt der Alois einen Liter bei den Ochsenwirt. Wenn der Knecht wie der Bauer ist, gell? Ja. Doch allerhand sowas. Das nennt sich wie ein Knecht. Ja, pass halt auf, so dass ich da hoch. Na, hoffentlich konnte er aber auch noch kommen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich könnte eigentlich auch einen Schnaps vertragen. Aber bitteschön, Herr Stingel. Dankeschön. Der war für die Wirtschafterin, gell? Das erkläre ich dir später. Wo ist denn der Bauer? Du meinst wohl einen Alois-Knecht? Ein Knecht an Alois. Ja, genau, den Knecht, den Alois, meine ich. Für den ich noch ein Stamperl krieg, gell? Dann ist aber Schluss, gell? Ja. So. Wem haben wir noch vergessen? Niemand mehr. Was willst du überhaupt da? Ja, mein Hühnerfutter wollte ich mir holen, was man da alles vom Lagerhaus mitgebracht hat. Ja, du musst schon warten, bis da alles kommt. Haben wir auf den eigentlich schon was drin? Schaust, dass du weiterkommst, gell? Gut, bin schon dahin. Also auf Wiedersehen, Frau Betriebswirtschafterin. Tschüss! Alle Brumme! Für die Hiebe! Für dich! Ah, auf den müssen Sie trinken, gell? Einartiger Kraut, was? Ja. Prost. Prösterchen, Resi. Ja, das trifft Sie ausgezeichnet. Da kann ich einen Schluck brauchen. Sagen Sie die Bäuerin? Nee, die Resi ist nur die Wirtschafterin. Aha, dann ist hier der Schnaps umsonst. Aber sonst sind Sie gesund, was? Ja, ganz wurscht, was der Schnaps kostet. Ich brauche einen Schluck auf den Schrecken. Gut, muss ich noch ein zweites Glas holen. Was für einen Schrecken meinen Sie? Naja, ich gehe da unten beim Stau der Kolonne entlang, vielleicht so 100 Meter. Da stehen eine Menge Leute beieinander und unterm Auto liegt der Mann. Tot. Was? Tot? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber nachdem alle Umstände gelacht haben, habe ich mir gedacht, der kann doch nicht tot sein. Aber kein Mensch hat einen Finger gerührt. Ich war über so viel Rohheit und fehlender Straßenkameradschaft direkt erschüttert, bis ich erfahren habe, wieso der Mann unterm Wagen liegt und warum ihm keiner hilft. Der Kerl unterm Auto wünscht seine Alte in die Hölle. Ja, stellen Sie davor. Zuerst hat dieses Luder den Wagen umkippt und nachher ist sie davon. Er schreit dauernd was von einem Mordversuch. Also, wenn der sehr alt erwischt, möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken. Ich auch nicht. So, kostet aber 5 Mark, gell? Ja, das war mir die Unterhaltung wert. Prost. Danke. Noch einen. Gut, dann macht's 10 Mark. So, bitteschön. Dankeschön. Prost. Prost. Sind Sie auch vom Stau? Aha, da geht scheinbar überhaupt nichts weiter. Weiß der Teufel, warum er total stockt. Sind Sie allein unterwegs? Rieseldorf kann's für ewig sein. Das würden aber freuen, wenn er das hört. Ja, davon bin ich überzeugt. Nach den Andeutungen, die der mir im Wohnwagen gemacht hat. Andeutungen hat er gemacht? Sie sagen's einmal, was waren denn das für Andeutungen? Also, pass auf. Ich habe ihm aus Dankbarkeit für seine Hilfestellung einen Kuss gegeben, gell? Und da hat er mich mit seinen kräftigen Armen festgehalten, wie in einem Schraubstock. Also, wenn das kein sicheres Anzeichen ist, was denn dann? Unter uns gesagt, von Frau zu Frau, verstehen Sie? Schwach waren bin ich wieder. Hätte er noch mehr von mir verlangt. Aber so schnell geht's bei der Rosita auch wieder nicht. Man hat ja schließlich auch einen gewissen Stolz und, wie sagt man so schön, eine Moral. Das müssen Sie besser wissen. Ich habe da leider nicht so viel Erfahrung. Ja, das glaube ich Ihnen gern. Sagen Sie, wo haben Sie das, Herr Läusl? Im Saustall. Ja, wo ist denn das? Da drüben. Da. Läusl, ich komme. Die ist im Stand und macht aus unserem Saustall ein Sodom und Gomorra. Ja. Hi, Mama. Ja, grüß dich, Monika. Kommst du mit dem Radl heim? Was? Warst du nicht zu Fuß in der Schule? Ich bin schon mal da gewesen. Ah, wahrscheinlich, wo ich am Stau unten war. Geh, Mama, was machst denn du beim Stau? Ich hab geschaut, was dein Vater macht. Ja, ist der auch beim Stau? Ja, der war auch am Stau. Ja, und dabei waren zwei Fremde vom Stau da auf dem Hof. Ja, und? Ja, weil das ja sonderbar waren. Er, Meier hat er geheißen. Der ist da vor der Tür gestanden und hat mich nicht ins Haus reinlassen. Wieso denn nicht? Ja, weil sich seine Frau in der Stube umgezogen hat. Also, das ist ja komisch. Ja, weißt du, was noch komisch ist? Der Meier hat gemeint, meine Eltern waren nicht daheim und die Wirtschafterin und der Knecht waren unten beim Stau. Wie kommt denn der auf sowas? Ach, Monika, du weißt doch selber, jedes Jahr, wenn da unten ein Stau ist, dann kommen die Leute gleich dutzendweise zu uns an den Hof her und alle wollen's was, ne? Ja, und weiter? Da habe ich heute früher zum Papa gesagt, er soll sich als Knecht ausgeben und ich bin die Wirtschafterin. Und für was soll das Theater gut sein? Dass wir was verlangen können von den Fremden, verstehst? Das schaut da wieder gleich. Sei nicht so frech. Ja, dann bin ja ich sozusagen ein Waisenkind. Was? Ja, weil ich keine Eltern mehr habe. Aber was ist denn da im Stadel los? Immer dasselbe! Ja, also du lernst das nie, wisst ihr? Oh. Resi! Ach, haben mich sehr erschreckt. Ich hab gedacht, Sie sind schon längst über alle Berge. Ja, wir hatten noch was in der Scheune zu erledigen gehabt. Ach so, Sie haben Versöhnung gefeiert. Aber dass da ausgerechnet ins Heu gegangen sind, wäre denn da ein Wohnwagen nicht bedeutend bequemer gewesen. Ja, Sie bringst meine... Die Tochter von der Bäuerin. Grüß Gott, ich bin die Monika. Ich bin die Helene Meier. Ah, die Kontra-Nymphomanin. Ja, das ist das Reisefieber. Das vergeht gleich, wenn's bei mir im Auto sitzt. Was? Und der andere? Ah, welcher andere? Ja, der andere heute, dein bisheriger Begleiter. Das ist doch mir wurscht, wie die wieder heim oder auf Urlaub kommt. Also ich muss schon sagen, du bist der ganze Geschwinde. Nur schnelle Entscheidungen sind was wert. Du hast ja auch schon deine Tasche gepackt. Ja, aber vorher muss ich noch Verschiedenes erledigen. Ich kann ja den Hof, ich meine den Bauern nicht so, mir nichts, dir nichts davonrennen. Ne? Alles kann man, wenn man nur will. Ja, und meine Post, die muss ich auch noch verlängern lassen. Ja, wer schaut denn heute noch auf ein Ablaufdatum? Und gewaschen und rasiert bin ich auch noch nicht. Was meinst denn du, in welchem Hotel ich gebucht habe? Ja, dann, da gehst du heute dabei voraus und ich komm gleich nach. Gut. Und die Tasche, die nehme ich auch gleich mit. Die kostet nicht, ich meine, in dieser Tasche, da ist noch nicht alles drin. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du da eingepackt hast. Ah, du, das ist gegen die, wie sagt man da? Intimsphäre meinst du? Ja, die meine ich. Jetzt komm halt endlich. Also los, da doch Zeit. Das muss doch alles nochmal ganz genau überlegt werden. Naja, das ist ja nicht so, wie wenn ich zum Nachbarn zum Ratschen gehen tät. Erlaubst schon, dass ich lache? Ja, ich erlaub's. Was gibt's denn da noch lang zum Überlegen? Oder musst erst Resi, euer Wirtschafterin, um Erlaubnis bitten? Du, vor ein paar Stunden hast du noch zu mir gesagt, dass du lieber heute als morgen alles hinschmeißen und mit mir auf und davon laufen willst. Ja, ich hab umdisponiert. Ich sag lieber morgen statt heute. Du bist ein Feigling. Kommst jetzt oder kommst nicht? Oder musst du das an die Knöpfe abzählen? Da hast recht. Soll ich nicht. Da schau. Nicht. Du falscher Fuchsker, du! Erst den großen Verführer spielen und sie nachher nicht trauen. Du bist ja alles andere als ein richtiges Mannsbild. Oh, das ist nicht wahr. Ein Waschlappen bist du, ein Loser, wie im Buch steht. Wahrscheinlich weißt du mit der Frau überhaupt nichts anzufangen. Du bist genau der Typ, dem ich das zutrauen würde. Du verklemmter Hinterwäldler. Also jetzt ganz beleidigen brauche ich mich nicht lassen. Jetzt sag ich noch ganz andere Sachen. Ja, was ist los mit dir? Jeden Moment kann's weitergehen. Oder willst du da übernachten? Aber... Und wie redst denn du mit mir? Wie man scheinbar mit dir reden muss. Meinst du, schau dir doch länger zu, wie du den alten Hahn zum Balzen bringen willst. Das und ein alter Hahn. Der ist Hexen, der alte Hähner. Gut, dass du endlich dahinter gekommen bist. Ich und Wimmer, so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst mir nicht eifersüchtig sein. Ja, glaubst du, ich bin nur deswegen mitgefahren, dass du mich schon beim ersten Stau zurücklässt. Wie einen alten Rucksack. Wimmer, du gefällst mir ja immer besser. Und du schau, dass du wieder in deinen Kuhstall kommst. Wenn's meinst? Da kehrst nämlich hin, zu deinen Ochsen. Glaubst, ich lass mir von dir meine Rosita ausspannen? Mama! Ja, grüß dich, Monika. Kommst du mit dem Radl heim? Was? Warst du nicht zu Fuß in der Schule? Ich bin schon mal da gewesen. Ah. Wahrscheinlich, wo ich am Stau unten war. Hey Mama, was machst denn du beim Stau? Ich hab geschaut, was dein Vater macht. Ja, ist der auch beim Stau? Ja, der war auch am Stau. Ja, und dabei waren zwei Fremde vom Stau da auf dem Hof. Ja, und? Ja, weil die sehr sonderbar waren. Er, Meier hat er geheißen. Der ist da vor der Tür gestanden und hat mich nicht ins Haus reinlassen. Wieso denn nicht? Ja, weil sich seine Frau in der Stube umgezogen hat. Also, das ist ja komisch. Ja, weißt du, was noch komisch ist? Der Meier hat gemeint, meine Eltern waren nicht daheim und die Wirtschafterin und der Knecht waren unten beim Stau. Wie kommt denn der auf sowas? Ach, Monika, du weißt doch selber, jedes Jahr, wenn da unten ein Stau ist, dann kommen die Leute gleich dutzendweise zu uns an den Hof her und alle wollen's was, ne? Ja, und weiter? Da habe ich heute früher zum Papa gesagt, er soll sich als Knecht ausgeben und ich bin die Wirtschafterin. Und für was soll das Theater gut sein? Dass wir was verlangen können von den Fremden, verstehst? Das schaut's da wieder gleich. Sei nicht so frech. Ja, dann bin ja ich sozusagen ein Waisenkind. Was? Ja, weil ich keine Eltern mehr habe. Aber was ist denn da im Stadel los? Immer dasselbe! Ja, also du lernst das nie, wisst ihr? Oh. Resi! Ach, haben mich sehr erschreckt. Ich hab gedacht, Sie sind schon längst über alle Berge. Ja, wir hatten noch was in der Scheune zu erledigen gehabt. Ach so, Sie haben Versöhnung gefeiert. Aber dass da ausgerechnet ins Heu gegangen sind, wäre denn da ein Wohnwagen nicht bedeutend bequemer gewesen. Ja, Sie übrigens meine... Die Tochter von der Bäuerin. Grüß Gott, ich bin die Monika. Ich bin die Helene Meier. Ah, die Kontra-Nymphomanin. Die sie vorhin in der Stube umgezogen hat. Ja. Nee, das ist ganz anders, als man vermuten könnte. Wir haben unsere Autoschlüssel im Heu verloren, die meine Frau verloren hat, haben wir gesucht. Ja, und haben sie es wenigstens gefunden? Nee, leider nicht. Und heute ist Sonnabend. Wo kriegt man da einen Ersatzschlüssel her, wa? Na ja. Vielleicht weiß unser Knecht Alois da einen Ausweg. Ach, ich meine, er kann uns da helfen? Was glauben Sie, wem der heute als Nächstenliebe schon alles geholfen hat? Leute, das ist Alois! Nein! Folgt mein Stummgefährle! Leute, mach sofort die Tür auf! Ja, können Sie das verstehen? Kaum sind wir ein bisschen zärtlich geworden, rennt er schon weg. Ach, sei Glück. Was haben Sie gesagt? Ich hab was sagen wollen. Sein Glück rennt er davon. Ja, nicht? Läuserl, ich rühre mich nicht von der Stelle, bis du aufmachst und mich zu dir hineinlässt. Ja, sag einmal, Resi, was ist mit dem Alois los? Das siehst doch, sein Glück rennt er davon. Also, dann ist für mich halt Feierabend. Nix da, du bleibst da. Auf dich wartet in der Küche Arbeit. Geh, seit wann hat denn die Wirtschafterin der Tochter vom Haus was anzuschaffen? Wenn sie Handwirt. Ich bin nicht der Bauer, ich bin bloß der Knecht. 20 Mark macht's. Ach so, nur der Knecht. Na ja, dann reichen noch 2 Mark. Ja, das Theater fängt ja gut an. Sagen Sie mal, wo könnte sich denn meine Olle versteckt haben? Ja, vielleicht im Stadel? Ui, da kommt sie mir nicht mehr raus. Nicht. Na, Sie sind mir vielleicht ein Kavalier. Und wer sind Sie? Wimmer ist mein Name, Wimmer vom Stau. Aber das wild gewordene Nervenbündel ist doch im Stand und bringt seine Frau um. Ah. Hunde, die recht bellen, die beißen nicht. Nein! Nimm mich heraus, mein Schäfer! Da haben's die Bescherung. Ja. Du damischer Teufel! Hörst dich gar nicht umbringen auf! Auf! Diese Bluder hat sich auf dem Heuboden verkrümelt und die Leiter hochgezogen. Das ist das schwache Geschlecht. Recht hat's gehabt. Aber die kriege ich noch. Und wenn ich die ganze Nacht hier lauern muss, und dann bringe ich sie um. Warten kannst du unten beim Stau. Aber da am Hof passieren keine Morde, verstanden? Ja, du pust mal nicht so auf, Knecht, ja? Oh, dieser Stau, Mensch. Und diese Hitze. Und diese Scheißkarre von Auto. Au, und dann auch meine Olle. Zuerst greifst du über meine Fahrweise und dann will sie mich noch unterm Auto ermorden. Wenn ich nicht so einen durchtrainierten Körper gehabt hätte, dann wäre ich jetzt hin. Oh, dieser Stau und diese bekloppten Autofahrer, überall sind sie, diese Biester. Ja, das macht mich noch mit Schucke. Das bringt mich alles noch um. Ja. Jetzt trinkst du erst einmal einen Schnaps, der macht dich wieder lebendig. Na, was glotzen Sie mich denn so an? Sie sind wohl auch einer von den Autofahrern da unten, was? Da heißt das immer Straßenkameradschaft. Aber alle leere Worte, wenn es drauf ankommt. Oh, jedem Autofahrer müsste man die Motorhaube mit einer Stoßdame zerdröschen. Oh, das bringt mich alles noch um, dieser jetzt verdammte Stau. Das ist nochmal mein Ende. Ach so? Ich hab denkt, es wäre der Anfang vom Urlaub. So. Das beruhigt. Nee, ich trinke keinen Tropfen, ich bin Autofahrer, ja? Momentan bist du ein Autosteher. Bis die Kolonie weiterfahrt, hast du einen halben Liter Schnaps abgebaut. Woher wollen Sie denn so was wissen? Erfahrung, lieber Mann, Erfahrung. Den Stau haben wir 6-mal im Jahr vor der Haustür. Ja? Ja? Ja. Kostet 3 Mark. Was, 3 Mark? Die Eule hat bei mir vorhin 5 Mark verlangt. Mein lieber Herr, meine Alte ist für Sie nur Langkau. Denken Sie, mein Arm tut nicht weh? Du, das ist der Falsche. Und wo ist der Richtige? Als dieser Lümmel den Hof verließ, hat er nicht bei sich gehabt. Da muss er ihn irgendwo versteckt haben. Das weiß ich auch, aber wo? Weiß ich nicht. Ach, die Familie Meier auch noch da. Na und? Sie sind ja auch noch da. Stimmt genau. Haben die Herrschaften ihre Meinungsverschiedenheiten nachträglich doch noch ausgetragen. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich habe meine Birne angerannt und meine Frau ist hingefallen. Na und? Das ist doch mir wurscht, wo Sie Ihre Blessuren her haben. Sagen Sie mal, haben Sie den Alois gesehen? Das ist nun wieder uns wurscht, wo der ist. Läuserl. Kommen wir jeden. Aber nur 100 Meter, wir müssen den Hof im Auge behalten, bis dieser junge Wilde zurückkommt. Dem möchte ich nicht noch mal begegnen. Ja, denkst du, ich bin so drauf? Ich weiß zwar nicht, wenn die Taschen fährt, aber die müssen passen. Genau, wie ich geschätzt habe. Ja, und in den Sack, da tue ich jetzt ein Hühnerfutter hinein, dann kann meine Alte ihr Geld vergessen. Ich bin doch nicht blind. Nein, geh. Komm, schnell weg. Leute. Oh. Ja, Rosita. Leute, da bist ja endlich. Ja, da bin ich. Leute, das darf doch nicht wahr sein, dass du wirklich, also... Das hätte ich dir nicht zugetraut. Ja, was denn, Rosita? Dass du's getan hast. Dass du's tatsächlich für mich getan hast. Ja, ich weiß zwar nicht, von was du redst. Was soll ich denn getan haben? Ja, dass du deine 7 Sachen gepackt hast und mit mir nach Italien fährst. Ah, nach Italien meinst? Naja, oder wohin du sonst mit mir fahren willst. Das ist mir wurscht. Leute. Ja, was hast denn? Du schwitzt ja so. Ja, das ist das Reisefieber. Das vergeht gleich, wenn's bei mir im Auto sitzt. Was? Und der andere? Ah, welcher andere? Ja, der andere heute, dein bisheriger Begleiter. Das ist doch mir wurscht, wie du wieder heim oder auf Urlaub kommst. Also ich muss schon sagen, du bist ein ganzer Geschwinde. Nur schnelle Entscheidungen sind was wert. Du hast ja auch schon deine Tasche gepackt. Ja, aber vorher muss ich noch Verschiedenes erledigen. Ich kann ja den Hof, ich meine den Bauern nicht so, mir nichts, dir nichts davonrennen. Ne? Alles kann man, wenn man nur will. Ja, und meine Post, die muss ich auch noch verlängern lassen. Ja, wer schaut denn heute noch auf ein Ablaufdatum? Und gewaschen und rasiert bin ich auch noch nicht. Was meinst du? So, gib mir für das Graffel da. Danke, Resi. Komm, mein Dicker. Das wird dir in 5 Jahren noch leid tun. Ich möchte schon wissen, warum. Wir haben doch nichts gemacht. Was wollen Sie noch von uns? Ich benötige Sie noch als Zeugen. Halt, Sie bleiben hier. Was, hier oben? Sie gehören ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen. Dass ich nie lache. Ja, lachen Sie ruhig. Das bringt wenigstens etwas Abwechslung in die Szene. Ah, und Sie sind der Knecht. Den sieht man doch auf 100 Meter Entfernung. Können Sie sich ausweisen? Ich habe da bei der Arbeit keinen Pass dabei. Aber Sie werden sicher wissen, wo er zu finden ist. Ja, freilich. Ja, dann sind Sie so freundlich und holen Sie ihn. Können Sie uns eigentlich erklären, was hier gespielt wird? Ja, aber sagen Sie mir zuerst, was Sie hier andauernd auf dem Hof zu suchen haben. Ach, wir haben nur unsere Tasche geholt. Ja, welche Tasche? Na, welche Tasche? So eine kleine... Die Fräulein Resi für uns aufgehoben hat. Ja, das stimmt, Herr Kommissar. Sehr interessant. Doch. Sankt die Bessie. Aha, danke. Alois Brenner. Theresia Brenner, Sie sind miteinander verheiratet. Ui, und die hat er vorgelungen, er wäre ledig. Deswegen hat er sich nicht fortgetraut mit mir. Ja, ich muss da was erklären. Das wird höchste Zeit. Ja, es ist nämlich so, Herr Kommissar. Der Alois ist hier eigentlich der Bauer und ich bin die Bäuerin. Helene, hast du das mitgekriegt? Also, für uns gaben Sie sich als Knecht und Wirtschafterin aus. Ja, das wird ja immer interessanter. Ja, Kommissar, Sie sehen doch, hinter dem Schwindel steckt was. Bitte beruhigen Sie sich, Herr Wimmer. Warum haben Sie sich am eigenen Hof als Dienstboten ausgegeben? Müssen wir das sagen? Am eigenen Hof kann man doch sein, was man will. Nicht, wenn hier im Ort ein Bankraub begangen worden ist und das Geld verschwunden ist. Im Heu versteckt wurde. Woher wissen Sie das? Ich weil es den Tatsachen entspricht. Ja. Was sagen Sie denn zu dieser Anschuldigung? Dass bei uns im Heu nichts versteckt war. Aber im Sack fürs Hühnerfutter. Wie kommen Sie darauf? Ja, weil ich es selber gesehen habe, ganz genau. Nur der Alois hat gesagt, ich hätte mir alles nur eingebildet. Ist Ihnen an Herrn Brenner irgendetwas aufgefallen? Natürlich. Er hat doch zu mir gesagt, dass er lieber heute als morgen auf und davon laufen wird. Also, Herr Brenner, geben Sie es auf und geben Sie zu, dass Sie den Bankraub begangen haben und das Geld versteckt haben. Wahrscheinlich wieder im Heu. Na, da wird es nicht schwer sein, diesen Sack wieder herbeizuschaffen. Was soll ich da? Ein Sack soll es holen. Zu was denn? Da stehen ja zwei Säcke, könnt ihr euch einen aussuchen. Aber ohne den bewussten Inhalt. Da drüben ist Geld auch nicht drin. Mich führen Sie nicht hinters Licht. Sie gehen jetzt in die Scheune und holen diesen bewussten Sack. Also, wenn's wollen, kann ich einer noch 15 Säcke aus dem Stadel holen. Herr Kommissar, brauchen Sie uns noch? Nein. Kommen Sie, Männer, fahren wir nach Kaorle. Wiedersehen, Herr Kommissar. Das macht mich noch mit Schucke. Das bringt mich alles noch um. Ja. Jetzt trinkst du erst einmal einen Schnaps. Der macht dich wieder lebendig. Na, was glotzen Sie mich denn so an? Sie sind wohl auch einer von den Autofahrern da unten, was? Da heißt das immer Straßenkameradschaft. Aber alle leere Worte, wenn es drauf ankommt. Oh, jedem Autofahrer müsste man die Motorhaube mit einer Stoßdampe zerdröschen. Oh, das bringt mich alles noch um, dieser gottverdammte Stau. Das ist noch mal mein Ende. Ach so? Ich hab denkt, das wäre der Anfang vom Urlaub. So. Das beruhigt. Nee, ich trinke keinen Tropfen, ich bin Autofahrer, ja? Momentan bist du ein Autosteher. Bis die Kolonie weiterfahrt, hast du einen halben Liter Schnaps abgebaut. Woher wollen Sie denn so was wissen? Erfahrung, lieber Mann, Erfahrung. Den Stau haben wir 6-mal im Jahr vor der Haustür. Kostet 3 Mark. Was, 3 Mark? Die Eule hat bei mir vorhin 5 Mark verlangt. Mein lieber Herr, meine Alte ist für Sie nur lang keine Alte, verstehen Sie? Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Sie mit der Wirtschafterin verheiratet sind. Verheiratet? Verheiratet bin ich nicht mit ihr, aber beleidigen brauche ich die Alte auch nicht lassen. Ja, wieso kommst du dann dazu, für einen Schnaps 5 Mark zu verlangen? Ja, das war sicher ein besserer. Was ich nicht lag, hast du selben Flaschen. Ja, was ist denn? Kriegt nun Schnaps oder nicht? Einen um 3 oder einen um 5 Mark? Das ist mir jetzt schon eher ein um 8 Mark. Dann kriege ich 5 Mark. Ja. Ah, noch einen. Noch einen. Ja. Dann kriege ich 10. Jetzt kann ich mir auch einen leisten. Alois! Ja, was sind denn das für Sitten? Wir hatten die erlaubt, einen Schnaps zu trinken. Ich hab nur Kost. Die Wirtschafterin ist ärger wie ein Feldwebel. Die Wirtschafterin? Ja, die hat dem Knecht gar nichts zu verbieten. Sofort hörst du mit der Sauferei auf. Irrtum, jetzt fange ich erst an. Das tat dir so fast. Der schöne Schnaps, du kümmer dich lieber um dein Wäsch und nicht um den Schnaps. Der Bauer hat gesagt, Alois hat er gesagt, wenn ich nicht da bin, bist du der Herr am Hof. Und die Resi hat da überhaupt nichts zum Anschaffen, verstanden? Na, wart nur. Du kommst mir nicht aus. Wir haben noch nicht ausgeredet, gell? Bravo, Luisel. Das war so richtig nach meinem Geschmack. Nur nicht unterdrücken lassen von den Weibern. Ja, da hast recht. Und da trinkt man nicht drauf. Ja? Hatten 1:3 oder 1:5 Mai? Einen auf meine Rechnung, Prost! Prost, die Herren! Mensch, Wimmer, wo bleibst denn du? Ja, das hätte ich mir denken können, dass du schon wieder saufst. Ja, Rositalein, Haselein, ja, wo kommst du denn her? Ah, das Streichobjekt ist doch gut aufgehoben. Und ihr fahrt jetzt erst einmal in Urlaub und bis der vorbei ist, seid euch gewiss einig, was mit der Tasche passieren soll, ne? Ja, würden Sie glauben? Na ja, vielleicht haben Sie recht. Ja. Also... Es geht ja schon weiter. Ja, was Sie nicht sagen. Wir haben Zeit. Was? Jetzt auf einmal? Ja, sehen Sie, was der Läusel da gerade macht. Hat er die Vorhänge vom Wohnwagen wieder aufgezogen? Hm. Was war das? Na, er ging doch mit der Frau von diesem Wimmer zum Stau. Hm. Mit was für einer Frau von Wimmer? Der Frau von dem Mann, dem Sie den Schnaps brachten. Kenn ich nicht. Eine wirklich sehr attraktive Person, nicht? Das scheint dem Läusel auch nicht entgangen zu sein. Ja. Und was macht er mit der da unten am Stau? Er sperrt dieser Dame mit einem Trick den Wagen auf. Mit einem Trick? Und mit einem Schweißdraht. Und dann ging er mit ihr in den Wohnwagen und zog die Vorhänge zu. Sicher auch mit einem Trick. Ja. Na, den Trick werde ich ihm aber austreiben. Ja, Sie müssen doch nicht gleich eifersüchtig auf den Läusel sein. Was denn? Ich und eifersüchtig? Der Läusel ist mir doch sowas von wurscht. Es fragt sich nur, ob der Bauer ihn für solche Spezialaufgaben bezahlt. Da haben Sie recht. Ja. Das werde ich ihn jetzt auch fragen. Oh Gott. Weg ist er. Ja, aber nicht durch deine Weisheit. Pass auf, ob jemand kommt. Ja. Mensch, zugeschlossen. Scheiße! Du musst durchs Fenster klettern. Ich? Wieso denn ich? Weil ich dich hochheben kann, du mich aber nicht, kapiert? Na komm. Ja. Los, ruf. Aua, du sollst mich nicht schieben, Mensch. Ja, du spring in eine Stube. Sag mal, hast du ein Ding am Börsing? Das sind 3 Meter. Ich bin doch nicht am Swimmingpool. Oh, Moment. Mensch. Das Hinterteil kommt mir bekannt vor. Ja, freilich, das ist ja das Heck von der Berlinerin. Erich, so hilf mir doch! Sie fenstern tun in Bayern nur die Burschen und das bei Nacht. Was machen Sie denn da drum überhaupt? Da sehen Sie doch, Yoga-Übungen. Am Fensterbrettel. Klar, helfen Sie mir mal runter. Ja, selbstverständlich, gern. Kommen Sie mit in die Armee. Ja, nicht warte, oh, weia, wo ist mein Mann? Den braucht man doch jetzt nicht. Du Trutschall, du Liebst. Sag mal, was soll denn das? Ja, das Puzzeln, das ist heute der bayerische Brauch. Ja, lassen Sie mich los, Sie alter Wurzelstock! Ja, was glaubst denn du, wie so ein alter Wurzelstock noch zum Austreiben anfängt, wenn er das richtige Düngemittel findet? Auf Ihre Johannistriebe bin ich nicht neugierig. Gut, dann nicht. Dann führe ich dich jetzt in mein Museum. Nein, was ich immer mit dem blöden Museum habe. Ja, andere locken mit einem Fotoalbum oder mit... Heute draufgeschrieben. Ja, was hätte ich denn sonst draufschreiben sollen? Du hast gesagt, das Legedatum und das ist heute. Ja, komm, heute jemand anderen zum Narren, gell? Oh. Meinst du die da? Helene ist mein Name, Helene Meier. Ja, und ich bin der Alois. Ja. Aber kannst du ruhig du zu mir sagen? Der Frau Meier, ihr Mann, liegt unterm Auto. Ach, da tut das Auto abschmiert, bis es wieder weitergeht. Nee, nee, der Wagenheber kippte um und nun liegt er eingeklemmt runter. Was? Und hat ihm bis jetzt noch keiner geholfen? Eben nicht. Alle, die dafür in Frage kämen, hat mein Mann kurz vorher zur Weißglut gebracht. Staupsychose nennt man sowas. So? Ja. Ja, wenn das so ist, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich ihm helfe. Aber ihn hat mein Mann doch bisher nicht getan. Ja, sein Glück, sonst könnte er bis am jüngsten Tag unterm Auto liegen. Na ja, gehen's dabei vor. Ja. Und ich hole einen Wagenheber. Ach, Sie finden den Weg auch alleine. Stehen genug Leute drumherum. Außerdem kicken seine Beine vor. Jetzt geh halt schon. Ja, ja. Ihr werdet schon finden. Ja. Und Sie? Wollen wirklich nicht mitgehen? Also ich kenne meinen Mann. Wenn der sich wieder frei bewegen kann, möchte ich lieber nicht in seiner Nähe sein. Aber wieso denn nicht? Naja, weil ich mich an den Wagen lehnte, während er drunter lag. Da kippte der Karren um, verstehen Sie? Jetzt kann ich verstehen, dass er Ihnen dafür kein Puzzle gibt. Ja, daher könnte ich ein Kräftchen Schnaps gebrauchen. Haben Sie sowas im Haus? Tja, haben schon. Es ist nur so, wissen Sie, unser Bayerin, wenn merkt, dass da ein Stamperl fehlt, dann gibt's so Donnerwetter. Ich zahle doch gern für diese Stamperl. Ja, dann können's gleich einmal 5 Mark herrichten. Also dafür kriege ich im Supermarkt einen halben Liter. Dann gehen's doch in den Supermarkt. Ach naja, so war das auch wieder nicht gemeint. Wissen Sie, ich sag immer, das heißt, meine Bayerin sagt immer, am besten man verlangt gleich genug, weil ausgerichtet wird man sowieso. Oh, warte, das kostet eine schöne Stange Geld, bis ich mein Olla den Ärger von der Seele gesoffen hat. Oh, Ja, was sehe ich denn da? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Was haben Sie denn da für ein vorsintflutliches Gerät? Steht da? Ja. Haha, täuschen Sie noch nicht, das ist ganz ein modernes Gerät, ein 3-Seiten-Kipper. Sagt Ihnen das was? Ein 3-Seiten-was? Kipper. Das kommt vom Kippen, verstehen Sie? Ah ja, davon kann ich ein Lied singen. Na, Lied brauchen Sie keins singen. Soll ich Ihnen einmal vorführen und zeigen, wie dieses vorsintflutliche Gerät funktioniert? Nee, kann ich mir gut vorstellen. Na, das können Sie mir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt passen Sie mal. Sind Sie denn völlig verrückt? Erlauben Sie sich, mich direkt hinten in das Heck zu fahren. Heck, sagt man zu dem bei euch. Also bei uns ist das ganz schlicht und einfach der Ader. Ich meine, das Hinterteil. Ja, so helfen Sie mir doch raus. Bequemer gewesen. Ja, ist übrigens die Tochter von der Bäuerin. Grüß Gott, ich bin die Monika. Ich bin die Helene Meier. Die Kontra-Nymphomanin. Die sie vorhin in der Stube umgezogen hat. Ja. Nee. Nee, das ist ganz anders, als man vermuten könnte. Wir haben unsere Autoschlüssel im Heu verloren, die meine Frau verloren hat, haben wir gesucht. Ja, und haben Sie es wenigstens gefunden? Nee. Nee, leider nicht. Und heute ist Sonnabend. Wo kriegt man da einen Ersatzschlüssel her, wa? Na ja, vielleicht weiß unser Knecht Alois da einen Ausweg. Ach, ich meine, er kann uns da helfen? Was glauben Sie, wem der heute als nächsten Liebe schon alles geholfen hat? Leute, liebe Vater! Alois! Nein, nein! Und mein Schnucki-Bärle! Kaum sind wir ein bisschen zärtlich geworden, rennt er schon weg. Ach, sei Glück. Was haben Sie gesagt? Ich hab was sagen wollen, sein Glück rennt er davon. Ja, nicht? Läuserl, ich rühre mich nicht von der Stelle, bis du aufmachst und mich zu dir hineinlässt. Ja, sag einmal, Resi, was ist mit dem Alois los? Das ist doch, sein Glück rennt er davon. Also, dann ist für mich heute Feierabend. Nix da, du bleibst da. Auf dich wartet in der Küche Arbeit. Geh, seit wann hat denn die Wirtschafterin der Tochter vom Haus was anzuschaffen? Sie haben doch gesagt... Fräulein Resi, Sie haben doch gesagt, dass der Läusel uns eventuell helfen könnte. Ja, da müssen Sie schon selber fragen. Vielleicht findet er zwischen seinen Andeutungen noch ein bisschen Zeit. Läusel, mach heute auf. Oder ist er lieber, wenn wir bei mir im Wohnwagen weitermachen? Au! Lassen Sie mich das machen. Alois, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Meine Frau hat den Autoschlüssel im Heu verloren. Und die Resi hat gesagt, Sie können uns dabei helfen. Alois, wo bleibt denn deine Straßenkameradschaft? Wir zahlen Ihnen auch jede erdenkliche Summe. Oh, Mensch, was ist denn? Na, was du von Blödsinn redest, jede erdenkliche Summe. Das mit jeder erdenklichen Summe war nicht so gemeint, aber es soll nicht umsonst sein. Aber bedenken Sie, dass wir vielleicht bis Montag hier lauern müssen. Ja, die sind unsere letzte Rettung. Alois, Sie mach euch bitte auf. Läusel, ich hab's ja gewusst, dass du meinen Bitten nicht widerstehen kannst. Ja, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Ja, was ist denn wichtiger als wir zwei? Die Pannenhilfe, wenn einer nicht weiter kann. Die könnte ich jetzt bei dir auch brauchen. Ja, wenn Sie keinen Autoschlüssel haben, dann müssen wir die Zündung kurz schließen. Ah, ja, Alois, lass mir doch beim Kurzschluss von deiner Zündung dabei sein. Ja, so. Alois. Du, die Moneten. Warte mal, Erich, wir gehen jetzt auch. Ganz ruhig, Erich. Ja, sag mal, hast du noch nie ein Auto gesehen? Ja, schon. Ich warte nur, bis der Schwarze mit dem Roten zusammenkracht, wie der Grüne ausschert. Ja, das findest du aber in der Politik öfter, als wir auf der Autobahn. Wir die fahren. Ja. Das musst du anschauen. Kein Wunder, dass für die Karosseriespengler so einen Haufen Arbeit gibt. Du, wenn die so weiterfahren, das gibt einen furchtbaren Stau. Ja. Alois, Moment einmal. Du, sag einmal, wann ist denn das da drüben passiert? Was? Ja, dass die Linke im Fahrbahn vierspurig ausgebaut haben, schauen wir nicht mehr. Vierspurig? Ja. Siehst heute wieder alles doppelt. Du, ich glaube eher, dein Fernglas funktioniert nicht richtig, ha? Vierte. Du, wann holst denn der Hähnerfutter? Was für ein Hähnerfutter? Die ich der letzte Woche aus dem Lagerhaus mitgebracht habe. Ach so, mein Gockerlmenü meinst du? Du, da komm ich ein anderes Mal vorbei. Und der Krödel geht genau. Er sauft und sauft. Und ihr Hose von den Krödel geht meinen Wagen. Alois! Ja, was gibt's denn? Sag mal, hast du nichts anderes zu tun, als auf die Autobahn zu glotzen? Ja, du, das musst du dir anschauen. Du erlebst einen Stau live. Da brauchst nicht warten, bis du abends in der Tagesschau siehst. Ein Wahnsinn! Seit 5 in der Früh! Seit 5 in der Früh bist du auf. Und was hast du heute gemacht, hä? Oh, genug für mein Alter, gell? Das Viech gefördert, Steu ausgemisst, Traktor abgeschmiert. Und in der Gegend rumgeschaut. Ja, du, aber sowas musst du gesehen haben. Ja, mir langt's, wenn ich's riech. Jedes Jahr das Gleiche. Geht wenigstens was weiter. Ja, aber ganz langsam. Da kannst fast mitgehen daneben. Solang's noch fahren, ist ja gut. Kritisch wird's erst, wenn die Kolonne zum Stehen kommt. Ja, für die Autofahrer. Nein, für uns. Du weißt das nicht mehr, wie es die ganzen Jahre her gewesen ist. Nach einer Viertelstunde haben sie gemerkt, dass nichts mehr weitergeht. Und dann sind sie ausgeschwärmt. Ja. Wie am Volkswandertag. Und alle auf unseren Hof zu. Ja, und alle haben's was wollen von uns. Dürfte ich vielleicht bei Ihnen meine Hände waschen? Könnte ich ein bisschen heißes Wasser bekommen? Dürfte ich Ihre Toilette benutzen? Ja, haben Sie was dagegen, wenn wir hinter Ihrem Haus unseren Griller aufstellen? Können unsere Kinder etwas in der Wiese herumtollen? Aber damit ist heuer Schluss. Wer was haben will, der muss zahlen. Ja, aber Resi, das kannst du nicht machen. Für solche Kleinigkeiten ein Geld verlangen. Machen kann man alles. Ja, wir sind doch kein Wirtshaus. Eben. Ja, und? Was willst du dann tun beim nächsten Ansturm auf unseren Hof? Ab sofort bist du nicht mehr der Bauer, sondern der Knecht, der Alois. Bravo. Das ist eine schöne Karriere. Sowas gibt's nicht einmal in der Politik. Ja, und weiter? Und ich? Ich bin die Wirtschafterin, die Resi. Ja, du kannst dir von mir aus als die letzte Kuhmarkt ausgeben, aber ich gebe auf meinen eigenen Hof da keinen Knecht nicht ab. Der Hausl bin ich ja eh schon. Du sag einmal, von den Autofahrern da unten, was? Da heißt das immer Straßenkameradschaft. Aber alle leere Worte, wenn es drauf ankommt. Oh, jedem Autofahrer müsste man die Motorhaube mit einer Stoßdame zerdröschen. Oh, das bringt mich alles nach oben, dieser jetzt verdammte Stau. Das ist nochmal mein Ende. Ach so? Ich hab denkt, das wäre der Anfang vom Urlaub. Das beruhigt. Nee, ich trinke keinen Tropfen, ich bin Autofahrer, ja? Momentan bist du ein Autosteher. Bis die Kolonne weiterfahrt, hast du einen halben Liter Schnaps abgebaut. Woher wollen Sie denn sowas wissen? Erfahrung, lieber Mann, Erfahrung. Den Stau haben wir 6-mal im Jahr vor der Haustür. Hm? 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 Kostet 3 Mark. Was, 3 Mark? Die Euro hat bei mir vorhin 5 Mark verlangt. Mein lieber Herr, meine Alte ist für Sie nur lang keine Alte, verstehen Sie? Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Sie mit der Wirtschafterin verheiratet sind. Verheiratet? Verheiratet bin ich nicht mit ihr, aber beleidigen brauche ich die Alte auch nicht lassen. Ja, wieso kommst du dann dazu, für einen Schnaps 5 Mark zu verlangen? Ja, das war sicher ein besserer. Was du nicht lachen hast, das sind Flaschen. Ja, aber das der kriegt nun Schnaps oder nicht? Einen um 3 oder einen um 5 Mark? Das ist mir jetzt schon eh einer, mach mal. Dann krieg ich 5 Mark. Ja. Ah, noch einen. Noch einen. Ja. Dann krieg ich 10. Jetzt kann ich mir auch einen leisten. Alois! Ja, was sind denn das für Sitten? Wir hatten die erlaubt, einen Schnaps zu trinken. Ich hab nur Kost. Die Wirtschafterin ist ärger wie ein Feldwebel. Die Wirtschafterin? Ja, die hat dem Knecht gar nichts zu verbieten. Sofort hörst du mit der Sauferei auf. Irrtum, jetzt fange ich erst an. Das tat dir so fast. Der schöne Schnaps, du kümmer dich lieber um dein Wäsch und nicht um den Schnaps. Der Bauer hat gesagt, Alois hat er gesagt, wenn ich nicht da bin, bist du der Herr am Hof. Und die Resi hat da überhaupt nichts zum Anschaffen, verstanden? Na, wart nur. Du kommst mir nicht aus. Wir haben noch nicht ausgeredet, gell? Bravo, Luisel, das war so richtig nach meinem Geschmack. Nur nicht unterdrehen lassen von den Weibern. Ja, da hast recht. Und da trinkt man nicht drauf. Ja. 1:3 oder 1:5, Mike? Einen auf meine Rechnung, Prost! Prost, die Herren! Mensch, Wimmer, wo bleibst denn du? Ja, das hätte ich mir denken können, dass du schon wieder saufst. Ja, Rositalein, Hasilein. Ja, wo kommst du denn her? Rositalein, Hasilein. Hast du vergessen, dass wir seit einer Stunde in dem verdammten Stau stecken? Tatsächlich, schon eine ganze Stunde. Auf den Stau habe ich gerade vergessen gehabt. Ich sag kein Wunder, wenn du wieder blau bist. Außerdem hast du auch vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen. Ich? Ja, du bist doch zuletzt gefahren. Ja, das ist jetzt auch schon Wurst. Der Zündschlüssel steckt und alle Türen sind verrammt. Die Woche aus dem Lagerhaus mitgebracht hab. Ach so, mein Gockerl-Menü meinst du? Da komm ich auch anders mal vorbei. Und der Grödeldickel geht auch. Er sauft und sauft. Und ihr Hosen von den Grödeldickel meine Wangen vor Alois? Ja, aha. Deshalb, was gibt's denn? Sag mal, hast du nichts anderes zu tun, als auf die Autobahn zu glotzen? Ja, du, das musst du dir anschauen. Du erlebst einen Stau live. Da brauchst du nicht warten, bis du abends in der Tagesschau siehst. Ein Wahnsinn! Seit 5 in der Früh! Seit 5 in der Früh bist du auf. Und was hast du heute gemacht, hä? Oh, genug für mein Alter, gell? Das Viech gefordert, Stall ausgemisst, Traktor abgeschmiert. Und in der Gegend rumgeschaut. Ja, du, aber sowas musst du gesehen haben. Mir langt's, wenn ich's riech. Jedes Jahr das Gleiche. Geht wenigstens was weiter. Ja, aber ganz langsam. Da kannst du fast mitgehen daneben. Solange es noch fahren, ist ja gut. Kritisch wird's erst, wenn die Kolonne zum Stehen kommt. Ja, für die Autofahrer. Nein, für uns. Weißt du das nicht mehr, wie es die ganzen Jahre her gewesen ist? Nach einer Viertelstunde haben sie gemerkt, dass nichts mehr weitergeht. Und dann sind sie ausgeschwärmt. Ja. Wie am Volkswandertag. Und alle auf unseren Hof zu. Ja, und alle haben's was wollen von uns. Dürfte ich vielleicht bei Ihnen meine Hände waschen? Könnte ich ein bisschen heißes Wasser bekommen? Dürfte ich Ihre Toilette benutzen? Ja, haben Sie was dagegen, wenn wir hinter Ihrem Haus unseren Griller aufstellen? Können unsere Kinder etwas in der Wiese herumtollen? Aber damit ist heuer Schluss. Wer was haben will, der muss zahlen. Ja, aber Resi, das kannst du nicht machen. Für solche Kleinigkeiten ein Geld verlangen. Machen kann man alles. Ja, wir sind doch kein Wirtshaus. Eben. Ja und? Was willst du dann tun beim nächsten Ansturm auf unseren Hof? Ab sofort. Bist du nicht mehr der Bauer, sondern der Knecht, der Lois. Bravo. Das ist eine schöne Karriere. Sowas gibt's nicht einmal in der Politik. Ja, und weiter? Und ich? Ich bin die Wirtschafterin, die Resi. Ja, du kannst dir von mir aus als die letzte Kuhmarkt ausgeben, aber ich gebe auf meinen eigenen Hof da keinen Knecht nicht ab. Der Hausl bin ich ja eh schon. Du hast sogar mal seit wann geschieden auf dem Hof nicht mehr das, was ich anschaffe, hä? Seit heute. Seit heute? Ja, alles hat einmal einen Anfang. Ist dir vielleicht schlecht gegangen bis jetzt, ja, hä? Wie unserem jungen Hund. Erst gute Breckerl und dann Platz. Geh, komm hier auf mit dem Schmarren. Ich weiß schon, warum ich die Komödie einfädel. Und außerdem vergibst du nichts dabei. Ja, wenn ich mir das so richtig überlege, braucht ja der Knecht nicht das tun, was ihm die Macht anschafft. Aber was die Wirtschafterin sagt, gell? Und wenn du nicht tust, was ich dir anschaff, dann gehst den ganzen Tag aufs Feld raus zum Rübenhacken. Na, da spür ich schon lieber daheim einen Knecht. Nur wissen möchte ich noch, für was das gut sein soll. Ja, dass für alle, die vom Stau zu uns kommen, der Bauer und die Bäuerin nicht daheim sind. Hä? Und mir ohne Geld nichts hergeben dürfen. Ja, hot. Na, glaubst du das jetzt, dass alles nur eine Einbildung war? Wird mir schon nichts anderes übrig bleiben, ne? Na, also. Alles. Ja. Ich glaube, dass ich in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen arg streng mit dir war. Ja, das war's ganz gewiss, nicht nur vielleicht. Und ein bisschen ein Bisskorn bist du auch gewesen. Ja, und das möchte ich heute jetzt in Zukunft ändern. Ja, aber Rösel, ist das der Dank dafür, dass ich der Rosita schöne Augen gemacht habe? Nein, das ist dafür, dass du nicht mitgefahren bist. Ich habe mir da drin den ganzen Diskurs mit angehört, den du mit ihr gehabt hast. Alois, ich habe dir Unrecht getan. Magst du das nicht vergessen? Probieren kann ich es ja mal. Tat mir einen großen Gefallen damit. Und auf der Stelle darfst du davonlaufen, wenn ich mein Versprechen nicht halten sollte. Rösel, ich hab's ja allweil gewusst bei dir. Außen eine raue Schale und innen ein weicher Kern. Aber jetzt, Rösel. Was denn? Jetzt möchtest du mir sicher ein Bussel geben. Ja, das auch. Aber es ist was anderes. Ja? Die Taschen da, ja? Rösel. Die Taschen. Ja, stell's halt wieder dahin, wo du das hergenommen hast. Ja, wenn du meinst. Ja, Mama. Geht's dir schon wieder besser? Wie du siehst. Ja, und deine Einbildung mit dem Geld, das ist auch weg, oder? Ja, wird wohl so sein, gell? Ich mein, wie soll die nach ausgerechnet in unseren Sack fürs Hühnerfutter so viel Geld reinkommen, ne? Also, ich weiß selber nicht mehr, wie man sowas einbilden hab können. Du, aber interessieren darf mich ja schon, warum 2 Urlauber einen Sack mit Hühnerfutter mitgehen lassen. Ja, das darf mich auch interessieren. Du, und auf keinen Fall wollten sie wieder hergeben. Aber der Billy hat nicht lang Faxen gemacht. Mit einem Schlag. war er auf dem Boden gelegen und mit dem zweiten sie obendrauf. Und der Sack hat wieder uns gekehrt. Das wird ja immer interessanter. Warum denn? Alois? Ja? Wo ist denn der Sack, den der Billy gebracht hat? Da steht er doch. Lass mich da mal reinschauen. Ja, bitte. Oder soll ich dir eine Brille holen? Ist das der gleiche Sack? Aha. Kannst du dir jetzt denken, wieso die Meierischen den Sack mitgehen haben lassen und hinterher nicht mehr hergehen wollten? Ja, eigentlich nicht. Aber du hast doch, wie du in den Sack reingelangt hast, einen Schrei getan, als hätte ich ein Kreuzotter gebissen. Ja, weil ich doch geglaubt habe, da wäre das ganze Geld drin. Ja, das werden die Meierischen auch geglaubt haben und sind damit davon. Wenn die gewusst hätten, dass der ganze Sack voll Hühnerfutter ist, dann hätte der Billy seine Schulterwürfe sparen können. Du, Moni, hol mir schnell im Dorf unten eine Schachtel Zigarren. Geh, Papa, seit wann rauchst du denn? Und oder zur Zigarren? Seit der